Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zum zweiten Halbfinale vom Nightwish Talent Award. Köln, seid ihr da? Ja. Ja, das war nett, das geht noch lauter. Köln, seid ihr da? Yes, dann möchte ich, dass ihr völlig ausrastet für den Moderator des heutigen Abends, den fantastischen, den unfassbaren Simon Stäblein! Ein Arsch. Na? Wieder da. Aber nur kurz. Ich vertrete heute die wunderbare Luisa. Die ist leider krank. Also alle Mann. Oh, und eine gute Besserung, Luisa. Und wir lieben dich, Simon. Okay. Ihr Süßen, wir machen heute Nightwish Talent Award zusammen. Wir haben 10. Ben, 10? 10 Talents, die hier heute um den Einzug ins Finale kämpfen. Also heute zweites Halbfinale und am Freitag dann Finale. Und das Geile ist, ihr entscheidet mit, wer weiterkommt, ihr und das freche Internet da draußen, habt am Ende dieses Abends jeweils 3 Stimmen und die könnt ihr vergeben. Und damit seid ihr quasi die Wegbereiter für die nächste Generation Comedy. Es liegt in euren Händen. Ist das zu viel Verantwortung für euch oder könnt ihr damit umgehen? So, ne? Das wäre so eine Generationenfrage, so das Thema Verantwortung, ne? Also, wer ist so Mitte 20? Mal kurz ein. Du. Das ist ja. Wuff! Im Herzen jung. So, was machst du? Wie heißt du? Peter, und wir waren zusammen in derselben Klasse. I don't think so. Okay, in welcher Klasse? Du hast damals auch extrem viele Sachen konsumiert, die du nicht hättest konsumieren sollen. Peter, ich glaube, das warst du. An der Stelle kurz. Du machst mir ein bisschen Angst, aber ist nicht schlimm. Okay, nee, hier vorne haben wir auch ein paar süße Mäuse. Ihr seid noch sehr jung, oder? Du siehst sehr jung aus. Du hast doch kein einziges Barthaar. Das ist wirklich. Du siehst, oh, krass, du siehst so. Dich würde ich direkt auf die Kinderschokolade drucken. Einfach so. Kinderschokobon. So. Wie heißt du? Jonas. Und du bist? 13. Raus. Ich habe mir die Setlist von den Leuten durchgehen. 13 Jahre, wie süß. Wenn es so schlimm wird, ich bin die Erziehungsberechtigte. Du bist die. Du bist die Erziehung, du bist verantwortlich dafür, dass Jonas, ne, heute gegebenenfalls einen krassen Schaden erleidet. So, das könnte in der Tat heute passieren. Jonas, erzähl mir mal ein bisschen was über dich. Was ist so, was dein Ding? Fußball? Comedy, wen findest du gut? Özcan Kosa und Bastian Bielendorfer, Grüße gehen raus an die beiden. Özcan Kosa, Applaus für 2 großartige Comedians. Die natürlich auch hier schon auf der Bühne waren. Waren die im Talent Award, Sarah? Ich glaube schon, oder? Bestimmt. Eigentlich war jeder im Talent Award, der jetzt Karriere gemacht hat und ich. So, Ben, du auch, oder? Ich auch, warst du nicht letztes Jahr noch? Ja. Und jetzt bist du Sidekick. Ja, das ist, so kann es gehen. Und jetzt von Luisa und heute von mir. Ich war aber nicht gut genug, als dass ich Moderator geworden wäre. Es war halt nur für Sidekick, aber ist auch super. Ich kann jetzt hier jeden Monat mit den Arsch platt sitzen. Das ist auch richtig gut. Das ist auch gut. Man muss auch verlieren können. So, das ist, merkt ihr das? Schreibt das auf, Jonas. Ich habe richtig gute Weisheiten. Ja, also einfach das nachleben, was ich mache und dann wird gut. So, nee, außer Comedy, so Schule, hast du schon einen Job? Hat man mit 13 einen Job? Nee, oder? Ist das... Ja, ganz ehrlich, so diese ganzen YouTuber und so Unboxing und so, die sind mit 11 Millionäre, Jonas. Würdest du deiner Mama auch mal ein Auto schenken? Hm? Enttäuschend. Bist du geil, wenn du einfach so ein kleines Kind hast, so mit 13. Andere schenken ihren Eltern auch Häuser. Und Jonas so, ich hab 6 Euro.
vom Weihnachtsmann. Den gibt's nicht. direkt desillusioniert hier. Na, aber was, an was glaubt man so mit 13 so? Ist das deine Schwester? Okay, cool. Ist es ein cooler Bruder? Geht? Ehrlich gesagt finde ich, du siehst aus wie die Fiese. Nein, hey. Na, also, na, hey! Büro, also, nein, nein. Okay, die Mutter direkt, wir gehen. Das war's, dieser Stäblein ist raus. So. Nee, du bist, ich würde sagen, du bist so 2 Jahre älter, oder? Jünger? Du bist auch 13. Seid ihr Zwillinge? It's magic, nee, es ist Sex. but this one ist auch ein bisschen magic. Also Sex kann auch magic sein. Muss nicht, aber kann auch magic. Das ist auf jeden Fall, it's magic so. Aber ich finde, das heißt, das sind 2-eilige Zwillinge, oder? Das muss so sein. So, das muss. Leute, ich habe studiert, okay? Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Der 2-eilige, also haben wir 1-eilige Zwillinge hier? Nee, oder? Irgendjemand? Ich finde das schon krass, wenn jemand rumläuft, der aussieht wie du und dann so Sachen macht und behauptet, du wärst gewesen. Also ich glaube so, 1-eiliger Zwilling sein kann auch geil sein. So, wenn du so einen Bösen und einen Lieben hast. So. Aber ich finde, du siehst eher aus wie der liebe Zwilling. So, aber du bist auch cool. Wie heißt du? Hanna. So, und wie ist das, so einen gleichaltrigen Bruder zu haben? Aber ihr habt ein eigenes Zimmer? Was machst du gerne? Hip-Hop tanzen. Kann ich auch. Soll ich mal was zeigen? Und jetzt? Auf was tanzt du so? Was sind so die Hits? Shirin David? Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Darf man das mit 13 schon hören? Ist das so Parental Advisory? So, was ist so ihre Musik? Querbeat? Kannst du den Köln nicht bringen. Den musst du differenzieren. Erzähl mal, was hörst du gerne? Jonas, hammer einen raus. Was ist dein Lieblingslied gerade? Du hast kein Lieblingslied. Hast du ein Lieblingslied? Du? Irgendjemand, der jetzt gerade sagt, ich habe eins. Ich habe ein Lieblingslied. Ben! Du? Nein? Okay, sorry. Ich wollte. Hallo! Hab ich gemeldet! Ja, aber es ist hier kein Bio-Unterricht, ja? So, aber okay, dann hau raus. Burner Boy Big Seven. Ja. Kannst du es kurz ansingen? Nein. Kennt das noch jemand? Mama, Summ. Ha? Wie geht das? Das waren die Stimmen in deinem Kopf. Ja, jeder kennt das. Alle lieben das. Burner Boy, Burner Boy, Burner, Burner, Burner Boy. Keine Ahnung, wie das heißt. Nee, gut. Okay, wir haben auf jeden Fall Gesangstalente, wir haben Hip-Hop-Tänzerin, wir haben eine Mama. Welches Kind magst du lieber? Wir haben interessante Fragen, du hast bis zum Ende der Show, um darüber nachzudenken. Aber, nee, ganz gut. Ha? Bitte? Das glaube ich. Also das ist süß. Das ist aber auch. Ihr seht wirklich liebenswert aus. Dann muss ich an der Stelle. Ihr seht die nicht. Aber nein, ihr seid wirklich ganz, ganz süße Mäuse mit 13. Und ich finde es cool, dass ihr jetzt mit 13 hier mit eurer Mama in eine Comedy-Show geht. Ich finde das total geil. So, weil das was ist so. Comedy ist so wichtig, gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, Sachen zu verarbeiten und wie gesagt, ich finde es spannend. Ich war mit 13 noch in keiner Comedy-Show, so, na, aber ich komme auch nicht aus Köln, sondern ich musste mit 13 noch melken. So, und deswegen, ich finde es cool, dass ihr hier heute Abend seid und ich hoffe, dass für euch auch was dabei ist und ihr, na, mit 13 dürft schon mitentscheiden, wer hier der nächste große Ding wird in Comedy. So, na, das heißt, aber ihr alle dürft mitentscheiden. Wir haben, wie gesagt, 10 Talente, deswegen will ich jetzt auch gar nicht länger diesen Prozess hier aufhalten, weil wir haben viel zu tun. In Anführungsstrichen, wir haben tolle Künstlerinnen und Künstler, tolle Talents dabei. Ben, ich bin super gespannt, was heute passiert. Ich will nur noch einmal ganz kurz sagen, das sind wirklich Leute, die das teilweise noch nicht ganz so lange machen, die haben noch nicht so mega viel Bühnenerfahrung. Also, smile, okay? Smile. Ihr müsst euch nicht totlachen, but smile, okay? Also, ne, seid wohlwollend. So, wir üben das jetzt mal. Wie guckt man, wenn man wohlwollend ist?
Das ist Psycho. Das ist so ein bisschen, ich bring dich um. So, nein, also das Ding ist einfach so, wie gesagt, die sind teilweise aufgeregt da hinten, riecht's auch echt übel. Einfach, dass ihr wisst, so, das sind auch keine Routiniers und die freuen sich mega hier zu sein, für die ist das was ganz Besonderes und ich hoffe für euch auch. Und jetzt schickt mal einen riesigen Ausrasterapplaus nach da hinten in den Raum, dass die merken, dass ihr da seid. Genau, das ist der Spirit von Nightwash. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Talent. Er ist aus München hergekommen. Hier ist für euch Jules Giuliani. Viel Spaß. Dankeschön, Dankeschön. Köln macht nochmal richtig Lärm für Simon. Was geht ab? Wow, 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 wow. Nice. Geil, geil. Geile Energie, Leute. Geile Energie. So, ich habe natürlich erstmal eine statistische Frage für den Anfang. Jetzt klatscht mal bitte alle, die über 18 sind. Wow, okay. Und jetzt klatscht mal bitte alle, die erwachsen sind. Boah, arm, arm, was geht ab, ey? Aber ist auch eine schwierige Frage, oder? Ab wann ist man erwachsen? So, ich dachte mir kürzlich so, fuck, ich bin erwachsen, als ich gemerkt habe, was für langweilige Gesprächsthemen ich mit meinen Freunden mittlerweile habe. Ja, kürzlich hat mich ein Kumpel gefragt, ob ich gut versichert bin. Wie Ü30 kann eine Frage bitte sein? Und er meinte dann am Ende noch so, hey Bro, was du wirklich unbedingt brauchst, ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Dicker, ich war für meinen Beruf schon unfähig, als ich den angefangen habe. Ja, ich habe 5 Jahre als Unternehmensberater gearbeitet und bin immer noch schockiert, dass mich Leute für sowas bezahlt haben. Aber ich muss auch zugeben, es war nicht von Anfang an mein Traumberuf so. Ich wollte als Kind eigentlich immer Gangster-Rapper werden. Ja, ganz klassisch. Aber meine Oma meinte dazu immer nur, mein Bub, also so ein Schmarrn, du hast doch noch nicht einmal Street-Credibility. Ah, es ist. Großmütter haben für sowas ein Gespür. Ne? Deswegen habe ich auf meine Oma gehört und habe dann erstmal angefangen, Gras zu verkaufen. So. Das Problem ist halt irgendwie in München, ne, da kommt es nicht so gut an. Ne? Da wirst du irgendwann gezwungen, seriös zu werden. Ja? Und ich dachte mir dann irgendwann so, komm, jetzt wenn du schon einen Job machen musst, dann wirst du einfach Unternehmensberater, das ist wenigstens noch ein bisschen Gangster. Ne? Aber das Problem war, in dieser Bürowelt dann stattzufinden. Ne? Weil das sind so völlig andere Leute, als die, die du beim Grasticken kennenlernst. Und ja, und zum Beispiel, wie man da mit Konflikten umgeht. So, du kannst ja keine offenen Konflikte im Büro führen. Ja? Du kannst immer nur so höfliche Floskeln benutzen. Wie zum Beispiel, korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Und noch besser finde ich ja, bist du fein damit? Nein, damit bin ich nicht fein, du Hurensohn. Naja, aber das ist das Ding, so, man kommt dann auch mit der Zeit rein. Nervig war vor allem auch so, als Berater musst du halt ständig reisen, so, du musst immer irgendwo hinfliegen. Und es ist super stressig. Ich habe dann sogar irgendwann angefangen, mir so zur Entspannung, so zum Runterkommen, immer am Anfang vom Flug diese dämlichen Flugzeug-Sicherheitsvideos reinzuziehen. Kennt ihr die? Das ist ja die Farce schlechthin. Weil ganz im Ernst, was machst du denn mit diesen Informationen? Weil wenn das Flugzeug jetzt wirklich abstürzen sollte und alle in Panik geraten, bleibst du dann ganz ruhig oder was? Weil du weißt jetzt, was zu tun ist, ne? Du bringst in Ruhe deinen Sitz in aufrechte Position, bläst deine kleine Schwimmweste auf und dann bist du vorbereitet. Dann bist du vorbereitet, wenn du mit 1000 km auf den Ozean krachst. Und wenn da die Rettungskräfte ein paar Monate später deine Leiche finden, dann können sie sagen, ach, schau mal hier, der entstellte Torso trägt sogar eine Schwimmweste. Bestimmt ein Unternehmensberater. Ein krasser Job. Aber ich musste den Job irgendwie behalten damals, weil ich habe da gerade eine Familie gegründet. Also ich bin gerade Vater geworden so. Und ja, bitte, bitte nicht klatschen. So. Ihr würdet ja auch nicht klatschen, wenn ich sagen würde, ich habe mir selbst ins Knie geschossen. So. Naja, und das Ding, es gibt viele nervige Klischees über das Kinderhaben, aber die wirklich anstrengenden Sachen erzählt dir keiner. Nämlich eine wirklich nervige Sache an Kindern ist diese Musik, die du mit Kindern hören musst. Diese grauenhaften Trivialtexte bei der Kindermusik. Das ist eine gelbe Banane, die gehört in den Obstsalat. Schnippel, schnippel, schnipp. Hör dir das mal 3 Stunden an. Da denkst du dir dann doch irgendwann, ja, hätte ich mal ein Kondom benutzt. Ne? Und ich habe dann irgendwann gesagt, so, ey, ich zieh mir das nicht länger rein. So, der kann doch auch normale Musik hören. So, der kann doch dieselbe Musik hören wie ich. Deswegen hört jetzt mein 3-jähriger Sohn primär Gangster-Rap. Und das Problem ist, er kriegt langsam schon ein bisschen mit, was da geredet wird. Deswegen sagt er jetzt immer, wenn ich abends aus dem Haus gehe, Papa, gehst du Gras verkaufen? Und wenn ich sage nein, dann meint er, du Opfer. Aber ich sagte dann immer zu ihm, hey Junge, pass auf, ich fick deine Mutter. Entschuldigung für den, der musste sein. Nee, aber das Ding ist so, ey, Kinder bringen dir auch einfach bei, dass es nervige Sachen gibt, die du gar nicht geahnt hast. So. Ich dachte zum Beispiel immer, das Schlimmste, was es auf der Welt gibt, ist Wohnungssuche. So, ich komme aus München, das ist die absolute Katastrophe. Ich bin mir sicher, hier in Köln ist auch Essen. Oder wie ist in Köln Wohnungssuche?
Schön, ne? Albtraum, ne? Aber ich kann euch beruhigen, es gibt was Schlimmeres. Nämlich Kita-Platzsuche. Ja, das ist der unterste Kreis der Hölle. Es läuft quasi genauso ab wie die Wohnungssuche. So, du hast so dein klares Wunschbild, so, kriegst nichts und machst immer mehr Abstriche mit der Zeit. Ja? Sagst du nach einer Zeit irgendwann so, komm, was soll's, die Kita muss nicht unbedingt im gleichen Viertel sein. Nach noch einer Zeit sagst du, komm, was soll's, die Erzieher müssen nicht unbedingt mit Kindern umgehen können. Und irgendwann gibst du ihn dann in so eine Einrichtung, wo du dir denkst, ja, kriegt er halt, wenn er älter ist, eine gute Therapie. Ja? Ja, du nimmst alles irgendwann. Du nimmst alles. Wusstet ihr zum Beispiel, dass es in München in Stadelheim eine Kita gibt? Also Stadelheim ist das Gefängnis von München. Und kein Scheiß, da gibt es eine Kita. Und wisst ihr, wie die heißt? Die kleinen Panzerknacker. Und ich dachte mir jetzt so, ey, was soll's, scheiß drauf, ich gebe meinen Sohn jetzt da rein, dann hat er wenigstens genug Street-Credibility, um später mal Gangster-Rapper zu werden. Ich bin Jules Giuliani, das war meine Zeit, danke euch. Für euch, Jules Giuliani. Unser erstes Talent aus München, Jules Giuliani. Oh mein Gott, ich fand das gerade so cute, als er gefragt hat, wer von euch ist 18, einmal klatscht und alle haben geklatscht, außer ihr. Das ist süß, ihr beiden so. Cute. Und du, Peter, du bist ja auch was. Eher so 11. Nee, das Mama, also Mama so ist... So, man hat schon noch Träume, oder? So, wenn man dann als Kind ist, hast du irgendeinen Berufswunsch oder hat jemand von euch irgendwie so, wo er sagt, so, mein Traum ist es mal das und das zu erreichen oder das und das zu werden? Gar nicht? Völlig desillusioniert? Klimawandel abgeschlossen? So, hab eh nur noch 30 Jahre. Nee, hast du irgendwie, was würdest du später mal gerne machen, so beruflich? Hast du schon eine Idee? Koch? Koch ist gut. Liebe geht durch den Magen. Hm? Ja? Deswegen, Koch ist mega geil. Also ich finde es manchmal auch, ich finde es schön, so dieses Kindliche, so wenn man noch so Träume hat. So, das ist geil, oder? So könnt ihr noch dran erinnern, wenn man so als Kind so vor Weihnachten so, da war man immer an diesen Schaufenstern und dachte immer so, so bei so Spielzeugläden, dachte so, boah, die Lego-Burg. Die Burg, die kriege ich irgendwann, da bin ich mir ganz sicher. Irgendwann kriege ich die Burg. So, und jetzt gehst du als Erwachsener an so Scheiben von so Immobilienbüros. Und denkst so, nee. Niemals. Nicht mal das Carport. Ich habe 8 Euro auf dem Konto, ich befürchte nicht. So, ne? Also es ist schon irgendwie krass, dass man da irgendwie so ein bisschen weiß, ab einem gewissen Alter so, das wird nichts mehr. Das, nee, ist bei uns nicht, ich habe gerade gekauft. Aber ja, man muss auch gönnen können, ne? Ihr süßen Mäuse. Ich liebe die Südstadt. Das ist einfach ein schönes Fleckchen Erde. Egal. Kommen wir zur nächsten Künstlerin. Wir haben ja heute einiges an Talent hier. Und ich bin sehr gespannt, was sie macht. Ich habe schon ein paar Ausschnitte von ihr gesehen. Und ich hoffe, dass sie hier für euch gut performen wird. Habt ihr Bock auf den zweiten, auf die zweite Künstlerin? Das zweite Talent. Hier ist für euch die großartige Rebecca Miro. Viel Spaß. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Geht's euch gut? Okay, warte ganz, ich muss das ganz so testen. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda. Boah, ich hatte schon Schiss, dass heute keine Assis da sind. Aber ihr seid da. Oh, und alle anderen natürlich auch. Herzlich willkommen erstmal. Mein Name ist Rebecca Miro, ich bin halb Serbin, halb Italienerin und in Berlin geboren und ich bin im musikalischen Bereich tätig, ich mache ganz, ganz viel an Schulen, ich habe eine eigene Anti-Mobbing-Kampagne, ich mache kulturelle Bildungsprojekte und ich bin auch ausgebildete Radiomoderatorin. Und zu der Zeit im Radio war ich auch noch ganz, 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 ganz kurz Nutte. Laut den Zuhörerinnen, die mich angerufen haben, aber ich danke euch auf jeden Fall für dieses, klar ist die Nutte, guck dir diese Jacke an. Ich warte immer noch auf dieses, was, du Nutte? Nein. Das kommt aber irgendwie nie. Naja, aber egal, das ist wirklich aber eine true story. Ich wurde von heute auf morgen einfach beleidigt mit den krassesten Ausdrücken. Ich habe Hassnachrichten bekommen und ich war so, hä, was ist da passiert? Ich sag euch, was ich gemacht habe. Ich habe einer schwangeren Frau den Mann weggenommen und mit ihm bei Let's Dance getanzt.
So habe ich nicht reagiert. Ich war so, das ist natürlich scheiße. Das macht man ja nicht. Dann war ich auch traurig. Und dann ist mir aufgefallen, das war ich überhaupt nicht. Das war die ProSieben-Moderatorin und das Model. Vielleicht kennt ihr die ja, Rebecca? Ja, die Assis kennen die, ne? Ja. Ja, das war Rebecca Mir. Ich heiße Rebecca Miro. Das habe ich auch den Hatern gesagt, aber dann kam zum Glück immer so eine ganz krasse emotionale Entschuldigung. Ja, blöd, habe ich nicht gesehen. Ja, genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so eine Entschuldigung, die ist nicht zu scheiße, aber irgendwie auch nicht zu nett. Ich sag euch ganz ehrlich, wäre ich so Polizistin, ne? Und jemand wird so einen Klimakleber überfahren und wird dann sagen so, oh, blöd, habe ich nicht gesehen. Würde ich sagen, nee, ist okay. Ja, ich habe letztens den Witz gemacht in Berlin, alle so. Da waren auf jeden Fall einige Klimakleber, glaube ich, da. Ja, nee, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, zum Glück hat es dann aufgehört, ne? Und dann für mich war das einfach so, okay, Schicksal, das musste einfach passieren. Hm. Aber dann habe ich überlegt, aber was ist die Moral von der Geschichte? Genau, Rebecca Mir ist die Nutte, Rebecca Miro nicht. Ich saß vor lange da dran, voll schlau, oder? Genau. Ich sitze abends sehr, sehr gerne zu Hause, hau mir da irgendwelche Flips rein und binge irgendwelche Serien. Aber ich habe das Gefühl, das Leben geht an mir vorbei. Was passiert da draußen? Und dann ist es gut, dass man diese eine Freundin hat. Hm, ihr kennt diese eine Freundin. Die ist die ganze Zeit draußen, die macht auch alles so mit, sexuell aktiv, offen, voll gut. Und dann kann ich mich mit der so treffen und dann erzählt sie mir alles. Sie zeigt mir Fotos. Ich so, was? Zeig mal! Wirklich? Richtig geil. Und ich habe das Gefühl, ich bin dann so dabei. Aber eben ohne Menschen, ohne Schweiß und ohne Geschlechtskrankheiten. Also richtig geil. Und dann habe ich mir überlegt, okay, erzähl mal, was gibt's denn da draußen? Und dann hat sie mir eine Sache erzählt. Ich habe das nicht geglaubt, dass es sowas gibt, ne? Ich habe es gegoogelt, hätte ich mal nicht googeln sollen. Jetzt habe ich diese Bilder in meinem Kopf, Leute. Es gibt da draußen Dinge, die nennen sich Glory Holes. Ja, du lachst schon. Ja, bin ich jeden Tag. Habe ich mir schon irgendwie gedacht, als ich dich gerade gesehen habe. So, Glory Hole. Für die Leute, die jetzt gerade so denken, so, hä, was ist das? Guck mal, ich bin jetzt eure Freundin. Also, doch, natürlich. Doch, 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 pass doch mal auf jetzt da hinten. Glory Hole heißt ja übersetzt glorreiches Loch. Das hat aber nichts irgendwie mit so einem glorreichen Loch zu tun. Das ist einfach so eine Wand. Und da ist so ein Loch und da stecken Typen, so wie er, gerne ihr Ding rein. Und ich denke mir, was ist das für eine Scheiße? Ja, für anonymen Sex. Und ich habe das nicht geglaubt, ne? Also wie anonym willst du Sex haben, vor allem so in Berlin? Ja, kein Körperkontakt, da soll noch so eine Wand dazwischen sein. Und dann war ich so, okay, warte mal ganz kurz. Ich möchte das verstehen, ich möchte ja Dinge nachvollziehen können. Wie funktioniert das? Geht man einfach um 22 Uhr dahin und sagt, oh, heute gehe ich mal zum Glory Hole und warte wie beim Angeln, dass jemand an meinem Wurm anbeißt. Oh! Ist es nicht kalt, wenn man die ganze Zeit mit heruntergelassenen Hosen da steht? Hm? Blasenentzündung? Nee, und dann habe ich überlegt, ganz ehrlich, ich wäre gern bei so einem Glory Hole. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es gibt so ein Spiel damals auf dem Rummel, ich war auf jeden Fall die Beste. Das hieß Whack a Mole. Da kam immer so ein Maulwurf aus diesen Löchern und du stehst mit so einem Knüppel und versuchst, diesen scheiß Maulwurf zu treffen. Boah, das bin ich beim Glory Hole, Leute. Ich habe auch niedrigen Blutdruck. Das ist also einfach für mich so, weil ich mir denke, mein Leben ist so langweilig. Also dachte ich mir so, pass auf, ich gucke in den Foren nach, die gehen um 22 Uhr dahin, dann verstecke ich mich. Und wenn er sein Ding dann da durchmacht, dann hau ich da drauf und schrei 3 Punkte! Erstmal für den, damit er weiß, er soll einfach nicht sein Ding in irgendwelche Löcher reinstecken. Was ist das? Und für mich halt so Blutdruck und so, ne? Und da habe ich überlegt, ganz ehrlich, wenn er mich verklagen sollte und dann sagt so, ja, guck mal, du hast hier was kaputt gemacht und so, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich vor Gericht stehe und sage, ja, blöd, habe ich nicht gesehen. Das war's auf jeden Fall von mir. Ich bin Rebecca Miro. Dankeschön. Oh, vielen Dank. Rebecca Miro aus Berlin, Talent Nummer 2. Rebecca Miro, aber das mit den Glory Holes ist ein Ding gerade.
So, weil ich war am Donnerstag in Augsburg und habe da eine Show gespielt und da war wirklich die Headline in der Augsburger Zeitung, dass die Studenten und Studentinnen an der Uni Augsburg Glory Holes fordern auf den Toiletten. So, weil Sex die entspannt beim Lernen. So, ne? Und ganz, also ich habe an der Uni Köln studiert und da hast du dir die Glory Holes halt gemacht. So, also da hast du die nicht beantragt, sondern da hast du einen Stift und Zeit und dann hast du das gebaut. So, ne? Also mit so einer Bohrmaschine ran und war jemand von euch schon mal an einem? Ich würde es mir auch nicht trauen. Ich würde es mich einfach nicht trauen. So, es passt auch meistens nicht durch, aber ich würde es mir einfach nicht trauen. Bin auch nicht so, also ich will auch keinen selber machen. Ich bin nicht gut im Bohren. So, das ist nicht meine. Ist jemand handwerklich begabt von euch? Oh nee, Digga. Nee, du nein, nein. Nein, nein. Peter, ich weiß nicht mehr, ob es dein richtiger Name ist oder ob du einfach so ein Doppelagent bist, irgendwie aus Russland oder so, aber ich, I don't trust you, Piotr. Das ist, als ich noch keine Eigentumswohnung hatte, habe ich noch selber so Löcher in Wände gebohrt. Und wohnt jemand im Altbau? Schon mal. Nee, du wohnst, glaube ich, in einer geschlossenen und bist ausgebrochen. Ich glaube, das ist so ein richtiges Ding hier. Wohnt jemand im Altbau? Mit hohen Decken? Niemand! Du da hinten? Und wo wohnst du? In Duisburg. Da gibt es Altbau. Es ist schwierig, im Altbau was in die Wände anzubringen, oder? Das ist immer so ein bisschen so ein Risiko, ne? Weil. Es wurde dir verboten, ja, weißt du auch warum? Ich habe meinen Altbau gebohrt und ich hatte eigentlich eine Dreizimmerwohnung, danach waren es noch zwei, weil du einfach so eine Hilti gegen so eine alte Sandsteinwand, du willst halt irgendwie so ein Regal bohren und bist so und bist im Nebenzimmer. Das war schon immer ganz geil. Nee, wo wohnst du, Ben, eigentlich, by the way? 6er-WG. In einer 6er-WG? Ja, ja. Oh mein Gott. Mit wem? Ja, ich mag einfach Menschen. Das ist... Ich mochte Menschen. Leute, macht das nicht. Nein, das ist war eine tolle Zeit. Ich ziehe jetzt um, aber war eine tolle Zeit. Ja, jetzt als Sidekick kann man auch mal eine 3er-WG ziehen. Jetzt gönne ich mir richtig. Ab nach Chorweiler, Diggi. Wirklich. Ich ziehe das nach Riel. Nach Riel? Ja. Ist das noch Köln? Nee, weil ich. Doch, tatsächlich. Da gibt es eigentlich auch nur Zoo und Rentner. Das war's. Aber ich finde es geil. Also. Ja. Und ich bin auch anscheinend der Einzige, der es geil findet. Also. Ich glaube auch. Ja. Aber ich wohne auch in der Südstadt. So, das ist schwierig, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Eigentum in der Südstadt. Marienburg oder wo? Nein. Völlig egal. Ja. So, wir machen weiter mit dem Talent Award, ihr süßen Mäuse. Ihr habt Bock? Habt ihr Bock? Wir kommen direkt zu unserem nächsten Talent. Er sieht frech aus. Ich bin gespannt, was er macht. Hier ist für euch Ali 106. So, was geht ab, Köln? Ich stelle mich einmal vor, mein Name ist Ali 106 und ich habe vor 3 Jahren angefangen mit YouTube, TikTok, OnlyFans. Und am Anfang hatten meine Videos keinen Erfolg, keine Likes, kein Nichts. 3 Jahre später kann ich sagen, ist immer noch so, kein Erfolg hatte ich auch bei Frauen, deswegen habe ich mir Tinder gemacht, Tinder Gold sogar. Einzige Gold, was ich hatte in meinem Leben. Und ich swipe nach links, ich swipe nach rechts. Zack, ich hatte ein Match mit einem Jasmin. Und erste halbe Stunde super mit ihr. Danach fing es an, dass mich nur mit ihrem Ex vollgelabert hat. Ich vermisse meinen Ex Hakan, seinen Boxerschnitt, seinen Mundgeruch. Hakan. So viel von Hakan erzählt, ich habe am selben Abend ihn angeschrieben. Ich, hey Hakan, ich vermisse dich auch. Ja, so, wer bist du, Lan? Aber ich bin dran geblieben, also an Jasmin, nicht an Hakan. Und wir haben es nochmal gedatet. Zweites Date, drittes Date. Und irgendwann sagt sie Ali, wir verstehen uns so gut, Ali. Ach, wir tauschen Geheimnisse aus. Du bist wie ein Bruder für mich. Wie reagierst du darauf? Ich habe probiert, cool zu reagieren. Ich so, ach, kein Problem. Ich stehe auf Inzest. Sie daraufhin, ach, bei euch Türken sich Neues. Ich habe es aber aufgegeben, weil die einzige Person, die ich kenne, die es aus der Friendzone geschafft hat, ist Ron Weasley von Harry Potter. Das als Rothaariger.
Deswegen ist das scheiß auf Fantasy. Eine andere Sache, die ich aufgegeben habe in meinem Leben, ist Monopoly spielen mit meinen Ausländerfreunden. Das Problem ist, die eine Hälfte klaut Geld aus der Kasse und die andere Hälfte will freiwillig in den Knast. So, letztens erste Runde Monopoly, mein Freund aus Bulgarien, kriegt Geldprobleme, fängt an zu betteln, will Rosen verkaufen. Zweite Runde, mein Freund aus Vietnam baut an jeder Ecke ein Nagelstudio. Besser fürs Geschäft. Ich sag, okay. Dritte Runde, mein Querdenker-Freund geht in eine andere Richtung, gegen das System. Vierte Runde, mein kurdischer Freund Hassan will für meine Straße kaufen. Lessingstraße. Ich sage gerne, Bruder, 400.000. Er, Bruder, guck. Unsere Familien kennen sich. Ich so, Bruder, geht nicht. Auf einmal fängt er an, Politik mit reinzubringen in das Spiel. Kurden-Türken-Politik. Ich so, Ali, wie können wir Kurden von den Türken erwarten, dass er uns Land gibt, wenn wir nicht mehr eine Straße bekommen? Nur Probleme. Fünfte Runde, sechste Runde, siebte Runde. Mein Freund Jamal steht immer noch am Bahnhof. Verkauft Drogen. Ich sag, ey Bro, du musst dich bewegen, Straßen kaufen. Ja, ich bin Straße genug. So, achte Runde. Ich bin für dreimal im Pasch. Und dreimal im Pasch heißt? Knast, richtig. Und ich komme ins Gefängnis und mein Freund Mohammed wartet schon auf mich, oberkörperfrei. Oh, frisch Fleisch. Ich, Bruder, guck, unsere Familien kennen sich. Du bist Moslem, ich bin Moslem. No Probleme. So, mein deutscher Freund, alles einfach. Mein deutscher Freund Justin, er macht Kaufvertrag, Notartermin, ruft Finanzamt an. Alles geregelt. Deswegen habe ich überlegt, Monopoly nur für Ausländer zu machen. So anstatt Bitcoin, Amanacoin. Anstatt Hotels und Häuser, Shisha-Bars und Corona-Testzentren. Und Frauen dürfen wie Figur nur bewegen, wenn der Mann es erlaubt. Okay, einer zu viel. Aber ich habe überlegt, so Ereignisfeldkarten zu machen, so. Du musst mit deinem Vater zum Arzt und für ihn dolmetschen. Setz eine Runde aus. Dankeschön. Dein Aufenthaltstitel ist abgelaufen. Rücke vor bis zur Staatsgrenze. Oder meine letzte Karte, da bin ich auch schon wieder weg. Du lernst eine Türkin in der Shisha-Bar kennen. Du beeindruckst sie damit, dass du Ringe machen kannst. Ihr werdet ein Paar heiratet, zahle 30.000 für die Hochzeit. Das war's von mir, vielen Dank. Für euch Ali 106! Nice, sehr gut. Ist Brettspiele noch ein Ding? Wer spielt gerne? Nee, auf keinen Fall. Du hast dich zwar nicht gemeldet, ich sag trotzdem nein. So, wer spielt, komm, hier. Mal, spiel dir? Ja, mit denen? Können die verlieren? Ja. Echt? Okay. Mhm. Du auch? Ja. Boah, ich finde geil, wenn die Mutter so ausrastet. Ihr könnt alleine spielen. Scheiße hier. Weil ich finde, so ein bisschen Ehrgeiz bei einem Spielabend muss sein. Oder kennt ihr so Leute, denen es völlig egal ist? Da flippe ich aus. Da rast wirklich. Wenn du gewinnst und die ärgern sich nicht, das stresst mich. So, weil meine Mutter ist dann so, die ist dann so, ich will, ein bisschen muss man doch schon gewinnen wollen, oder? Man muss doch wirklich wenigstens den Vibe haben, dass man sagt, ich möchte auch gewinnen. Meine Mutter ist dann so, es ist ein Spiel. Es ist doch nur ein Spiel. Dann sage ich meiner Mutter, die Olympischen Spiele sind auch Spiele. Aber du trainierst dich 8 Jahre, um dann da einfach nur mitzumachen. Und dann bin ich ausgezogen. Was sind geile Spiele? Was spielt man gerne? Was ist so ein Ding? Was spielt ihr zu Hause? Cabo? Was macht man da? Das ist ein super Kartenspiel, wo man die wenigsten Punkte haben muss. Geht schnell und ist super. Kann man das in einem Satz erklären, sonst will ich nicht spielen? Man hat 4 Karten, man muss sich merken und die höchsten davon immer ablegen, also jeder nacheinander. Braucht man einen Würfel? Nein. Okay, dann nichts für mich. So, es ist. Aber Cabo, merke ich mir, was spielt man noch für? Spielt ihr irgendwas? Uno, ist Uno noch ein Ding? Ja. Ja, siehst du, ich frage euch die ganze Zeit und dann werde ich nicht mal gar nichts. Ja, bei Uno ist man drin. So, darf man 2 Plus auf ein 4 Plus legen? Nein. Kannst du bitte gehen? Weil, nein, auf gar keinen, man darf ein 4 Plus auf ein 4 Plus legen. Oder? Moment, nein, Simon, es geht nicht. Simon, 4, sorry, 4, da muss ich mich kurz einschalten. 4 plus 4 ist doch auch immer mit Farbe wünschen, oder? Das kann man doch nicht aufeinanderlegen. Doch, 4 plus kann man aufeinanderlegen, also oder? 4 plus kann man.
Handy? Okay, wer ist dafür, dass man 4+ aufeinanderlegen kann? Meine Stimme zählt 8-fach. Ja, danke. Könnt ihr mal zu mir halten, die jetzt gar nichts gesagt haben? Hallo? Man kann 4+ aufeinanderlegen. Nee. Doch, aber du kannst 2+ aufeinanderlegen. Nein, weil da ist Wünschekarte auch noch mit Farbe wünschen. Das geht nicht aufeinander. Doch, das geht aufeinander. Du kannst dir dann einfach eine neue Farbe wünschen. Peter, warum ist Peter der Einzige, der zu mir hält? Scheiße. Ich glaube, wenn Peter zu dir hält, ist das wie 8 andere Gegenpisten. Ja. Irgendwie so. Ja. Nein, man kann 2+ aufeinanderlegen und 4+ aufeinanderlegen. Das ist doch richtig. Und wenn man zum Beispiel am Ende die 4+ gelegt hat, muss die Person am Ende auch noch ziehen, obwohl das Spiel vorbei ist, ne? Doch, das ist voll geil, wenn es eigentlich schon vorbei ist und du nur so 12 Karten ziehen musst. Dann macht es erst richtig Spaß. Doch. Kennt ihr noch Spiel des Lebens? Zufällig? Das war auch immer geil so. Wenn man dann so Statussymbole und so kaufen musste, das war so voll das Kapitalistenspiel. Irgendwie so. Du hast deinen Privatjet, jetzt hast du Erfolg im Leben. Ich hab nicht mal eine Lego-Burg. Ey, nicht schlimm. Oder kennt ihr noch dieses Spiel, wie hieß das nochmal? Das war, glaube ich, inspiriert vom Leben von Boris Becker, wie du irgendwie möglichst schnell deine Kohle loswirst. Dieses Mancomania oder so, da hat man am Anfang 1 Million gehabt und musste so voll die Scheiße bauen, dass man das Geld schnell los wird. Das fand ich auch immer ganz geil. Das, ja, das ist eigentlich auch so mein, das ist eigentlich auch für viele Spiele des Lebens. So, wie wird man die Kohle schlecht los? Kennt ihr diese Spielesammlung? Diese, wo diese ganze, das Zeug drin ist, so Mühle und, ich habe letztens diese Spielesammlung und vorne auf dieser Spielesammlung steht mit 75 Spielideen. Ich sehe vorne drauf 5. Was sind die anderen 70 Spielideen? Was ist denn da drin? Kapo? Bobo? Man ist so ganz unten auf Seite 11 in so einer Ding, so, ja, zieh 4 Karten und dann legst du wieder weg. Spielidee! Voll gut, wir machen weiter, Leute. Seid ihr bereit fürs nächste Talent? Auch er ist aus München, aus der reichsten Stadt Deutschlands. Hier ist für euch Dennis H. Alright. Alright. Geht's dir gut, alles klar? Gut, mir auch. Danke der Nachfrage. Kennt ihr das auch, also vor allem die Männer wahrscheinlich, wenn ihr so nachts nach Hause läuft und vor euch läuft so zufällig eine Frau genau denselben Weg heim. Und das ist mir immer voll unangenehm, weil ich habe immer Angst, dass sie sich halt irgendwie von mir, dass sie vor mir Angst hat. Deswegen habe ich so einen Trick entwickelt, was ich immer mache. Und zwar tue ich immer so, als würde ich telefonieren. Um ihr einfach ein gutes Gefühl zu geben, dass sie weiß, ja, der hinter mir ist einfach ein ganz normaler Mensch und der ist nicht gefährlich. Da bin ich immer so am Telefon. So. Ja, ich verfolge gerade eine Frau. Ja, ich überfall sie gerade. Keine Ahnung. Hi, ich bin Dennis. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Hi, ich bin Dennis. Meine Lieblingswebsite ist gutefrage.net. Kennt ihr das? Macht mal Applaus, wenn ihr es kennt. Ja. Gutefrage.net ist richtig großartig. Für die, die es nicht kennen, ist es so ein bisschen das RTL 2 des Internets. Ich liebe es. Das ist so, Leute können alle Fragen stellen und andere versuchen das dann zu beantworten. Das ist so ein bisschen wie ChatGPT auf Crack. Es ist so geil einfach. Wirklich, es ist so geil, weil Leute stellen wirklich jede Frage. Man ist so 3 Minuten da und dann begegnet man so eine Frage wie, also ich schlafe jetzt seit einiger Zeit mit meiner Schwester und jetzt ist sie schwanger. Und jetzt, meine Frage wäre, werde ich jetzt mein eigener Onkel? Und man ist so, ah ja, krass, das ist das Dümmste, was ich heute den ganzen Tag lesen werde. Bis man so die Antworten sieht. Weil da sind erst also die 20, 30 ersten Antworten, sind so 2 Typen, die sich über ein ganz anderes Thema streiten. Die heißen auch immer Birne 69 und Call of Duty Forever. Die beleidigen sich aufs Übelste, aber sie siezen sich auch irgendwie. So. Naja. Und als nächstes kommt irgend so ein Typ, der so eine ganz andere Agenda hat, der so, ja, so um die Frage wirklich sicher mit Sicherheit beantworten zu können, bräuchte ich vielleicht ein Bild von deinen Füßen. So, ganz, ganz andere Agenda. Und unten drunter ist so ein armer Tropf, der sowas schreibt wie, oh, Entschuldigung, weiß jemand die Antwort auf die Onkelfrage, weil ich habe genau das gleiche Problem. Naja. Und ganz, ganz unten ist immer so ein Dude, der das ganze Konzept überhaupt gar nicht verstanden hat und dann selber eine Frage stellt. Wisst ihr, was ich meine? Der stellt selber in den Antworten eine Frage. Also, Entschuldigung, also ich habe so ein ganz weirdes Monopoly gekauft und jetzt muss ich 30.000 Euro für die Hochzeit meiner Schwester bezahlen. Was ist da los eigentlich? Alright. Kleiner Themensprung. Immer wenn mir langweilig ist, versuche ich die Katze von meiner Freundin auf eBay Kleinanzeigen zu verkaufen. Ich will sie nicht wirklich verkaufen. Ich will sie nicht wirklich verkaufen. Es geht mir eher so darum, Leute kennenzulernen. Es ist so ein bisschen wie für mich wie
Tinder, bloß dass die andere Seite halt kein sexuelles Interesse an mir hat. Es ist genau wie Tinder für mich tatsächlich. Naja. Alright. Naja. Dann quatsche ich mal mit den Leuten. Das Ding ist, die wollen irgendwie immer nur über meine Katze reden oder über die Katze reden. Und das Ding ist, ich weiß nur eine einzige Sache über Katzen, das folgende. Eine Katze ist für euch genau das richtige Haustier, wenn ihr Bock habt, in der Wohnung so eine Box mit Sand und Kacke zu haben. Dafür ist perfekt. Deswegen sage ich dann relativ schnell meistens diesen Satz. Alles klar, mir ist aber auch wirklich wichtig, dass sie die Katze persönlich kennenlernen. Um dann den Telefonhörer an das Ohr der Katze zu halten und erwachsene Leute dabei zu beobachten, wie sie versuchen, mit einer Katze zu telefonieren. Ich liebe es. Und wenn ich davon genug habe, dann sage ich meistens, oh sorry, das passt charakterlich irgendwie gar nicht. Naja. Alright. Jetzt mache ich noch was anderes. Die Königsdisziplin der Comedy, Impro-Comedy. Das funktioniert so, ihr ruft irgendeinen Begriff rein und ich freestyle einfach. Alles klar, U-Bahn. Danke. Das passt, da weiß ich was dazu. Und zwar, ich war neulich in der U-Bahn und es war so richtig, richtig krass voll. Und alle standen so ganz eng beieinander. Und plötzlich spüre ich sowas an meinem Rucksack. Und ich drehe mich so um, da ist einfach so eine kleine Frau mit ihrem Arm in meinem Rucksack drin. Und ich war so, hey. Und eigentlich wäre die Geschichte jetzt vorbei. Das Ding ist ja, die U-Bahn war ganz voll, sie konnten nicht weg. Das heißt, wir sind einfach zusammen U-Bahn gefahren. Wir hatten einfach so einen Moment, den wir geteilt haben in der U-Bahn. Stand einfach so neben mir. Naja. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich wusste gar nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Soll ich jetzt einfach reinhauen? Das wäre ja komplett assi. Aber ich wollte jetzt auch nicht mit ihr so reden wie so ein Vertrauenslehrer. So. Entschuldigung, ich fand es gerade nicht okay, dass du mit meinem Hand in meinem Rucksack warst. So. Deswegen habe ich einfach gar nichts gemacht. Ich stand da so. Mir war es peinlich. Mir war es peinlich. Sie war komplett entspannt. Sie war so, naja, passiert manchmal. Was soll man machen? So. Naja, dann kam irgendwann die nächste Station und ich war so, boah, jetzt habe ich die Situation überlebt. Gott sei Dank, ey, puh. Und die Tür ging auf und sie war so, nee, ich fahre noch ein Stück. Also ich steige hier safe noch nicht aus. Du hast noch nichts gemacht, du wirst nichts mehr machen, also steig du doch aus, wenn es dich stört. Um euch mal ein Bild zu zeigen, wie sich das für mich angefühlt hat. Es war so ein bisschen so, als wäre man in einem sehr, sehr vollen Schwimmbad und plötzlich wird es so warm am Bein und das Wasser färbt sich langsam so gelb. Und die Person, die dafür verantwortlich ist, steht einem so einfach genau gegenüber und schaut einem in die Augen und sagt so, also mich stört's echt gerade gar nicht. Steig du doch einfach aus, ey. Alright, das hat richtig Bock mit euch gemacht. Macht mal Applaus für den wunderbaren Florian Dennis H. Dennis, ha, hat jemand von euch eine Katze? Hat irgendwer eine Katze? Katzenmensch? Ja? Nein? Niemand? Ich glaube, Katzen würden dich auch verkaufen bei eBay. Ich glaube, Katzen würden dich bei eBay verschenken, wenn sie es könnten, nachdem sie eine Wohnung kaputt gemacht haben. Das ist wirklich... Habt ihr ein Haustier? Nö? Dürfen sie nicht? Oder willst du eins? Du willst kein Haustier? Du auch nicht? Doch, was denn? Eine Python? Hm? Ein Hund. Warum kriegt sie keinen? Im vierten Stock. Im vierten Stock? Ja, hol doch einen Flughund. So, mit diesem Hammer-Joke werden wir direkt zunächst. Ich kannte einfach noch. So, also du kriegst, ich bestell dir einen Flughund bei Amazon. Kommt mit einer Drohne. Zweite Ebene. So, wir kommen zur nächsten Künstlerin. Sie ist aus Berlin. Mit einem riesengroßen Applaus für Josefa Walter. Wow, war das awkward. Hi, ja, vielen Dank. Ich bin Josefa. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es kommt für mich auch ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt, weil ich war tatsächlich ursprünglich für den Talent Award dieses Jahr gar nicht vorgesehen, aber dann ist jemand ausgefallen und ich wurde nachbesetzt, weil Nightwatch sich einfach gedacht hat, scheißegal, unser Publikum ist eh besoffen. Und ich war noch nicht so lange Comedy, erst seit so 5 Monaten circa. Aber ich fühle mich seit einer Weile ziemlich angekommen, muss ich sagen, weil ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen meinen ersten eigenen Hate-Kommentar bekommen.
Und ein Video von mir hat jemand geschrieben, Hazel Brugger für Arme. Und falls wirklich jemand nicht weiß, wer Hazel Brugger ist, die meisten wissen wahrscheinlich, das ist eine Schweizer Comedian. Und es ist klar so, ne? Ist klar, was er damit wollte. Er wollte mich verletzen, wollte ich traurig werden und so weiter. Das Ding ist so, natürlich bin ich Hazel Brugger für Arme. Weil ich komme ja aus Deutschland. Ich wollte mit euch gerne ein bisschen über mein Privatleben auch reden. Und zwar ist es so, ich bin in einer Beziehung mit einem Mann. Fertig, das war der Gag. Spaß. Ich bin in einer Beziehung mit einem Mann, der 22 Jahre älter ist als ich. Und ich kriege dazu immer eine Menge Fragen gestellt. Leute fragen mich so, wie ist das so in so einer Beziehung mit so einem großen Altersunterschied? Habt ihr irgendwie so spezielle Themen? Wie fühlt sich dein Vater damit? Schuldig. Die Antwort ist, es ist sehr, sehr lustig. Ich war letztens mit meinem Freund im Restaurant, wir saßen draußen an so einem Tisch und an uns vorbei kam so eine etwas extravagante ältere Dame. Ich kürze das ein bisschen ab, ja, weil ich habe nicht so viel Zeit. Also eine weirde Oma kam halt so an unserem Tisch vorbei. Und ich habe irgendwie so ihren Vibe so mega gefühlt und ich habe so zu meinem Freund so, ich habe meinem Freund so angefangen zu erzählen, so, boah, wenn ich 80 bin, ich werde auch so eine weirde Oma, ich ziehe mir auch komische Klamotten an und habe 30 Katzen zu Hause und so. Und so nach einer Minute hat er mich einfach nur so angeschaut und hat gesagt, gut, dass ich dann tot bin. Meine Beziehung ist wirklich sehr, sehr schön. Meine Beziehung ist so schön, dass das allererste Mal in meinem Leben das Gefühl habe, ich könnte vielleicht heiraten. Und ich denke so, ja, das könnte sein. Das Ding ist, wenn man heiratet, dann ist man halt verheiratet. Also es ist ein ziemliches Commitment. Was mache ich, wenn er weird wird? Also was mache ich, wenn er irgendwann morgens aufwacht und sich denkt, seine neue Leidenschaft ist Camping? Ich meine, in guten wie in schlechten Zeiten, aber übertreiben muss man es halt auch nicht. Wisst ihr? Campen ist so ein bisschen was für Leute, die einfach ungerne so eine richtig gute Zeit haben, ne? Also es ist so ein bisschen, yay, lass uns in Urlaub fahren, aber es muss so ein bisschen scheiße sein. Du, ich habe gar keine großen Ansprüche an Urlaub. Ich fände es halt super, wenn wir die hässlichsten Klamotten tragen, die es gibt. Und ich habe gar nicht mehr so viele Wünsche. Ich fände es so cool, wenn wir diesmal kein eigenes Klo hätten. Oh mein Gott. Oh, das würde mich so erfüllen. Das wäre so cool. Naja. Es liegt wahrscheinlich an mir, dass ich das nicht so mag. Ich kann nicht so gut so Sachen, wo so viele Menschen sind. Ich bin so ein bisschen socially awkward. Noch ein bisschen socially awkward von euch? Alle? Cool. Mir sind schnell Dinge peinlich. Ich weiß, man merkt es gerade nicht so. Und ich habe an mir festgestellt, wenn mir Dinge peinlich sind, dann werde ich manchmal so ein bisschen dumm, um die Peinlichkeit zu verdrängen. Ich war vor ein paar Wochen schon mal hier in Köln in einem Hotelzimmer. Und dann wurde ich von der Rezeption angerufen und die haben gesagt, wir müssen bei Ihnen im Bad mal die Glühbirne austauschen, die ist kaputt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann bin ich mal so testweise zum Bad gegangen und habe den Lichtschalter betätigt und die Glühbirne ging. Und ich habe so gemerkt, wie ich da so stand und dachte, okay, also für mich sieht es soweit in Ordnung aus, aber ich bin jetzt auch nicht vom Fach. Also ich weiß jetzt auch nicht so genau. Und dann kam so der Typ, der das reparieren wollte und hat so den Lichtschalter betätigt und hat mich angeguckt und hat gesagt, ja, die geht doch. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich mich plötzlich selber sagen hören, ich habe gedacht, die muss vielleicht noch was anderes können als leuchten. Und dann habe ich mich in Psychotherapie begeben. Vielen Dank, Leute, das war's von mir. Das war für euch aus Berlin. Und
Josefa Walter, ich habe auch, ich habe ja gerade eine Wohnung gekauft und deswegen habe ich auch relativ viel mit Handwerkern und ich würde gerne sagen HandwerkerInnen, aber es waren nur Männer zu tun. Handwerker hier? Irgendjemand, der einen handwerklichen Beruf? Nein, Digga. So, was machst du beruflich, wenn ich dich fragen darf? Unternehmensberater, das erklärt auch dein Tommy Hilfiger-Shirt. It's like a little bit like, hi, I'm rich. Okay, wobei Tommy ist so Mittelschicht. Machen wir uns nichts vor, Leute. So, wahrscheinlich noch im Outlet geschossen. Schwierig. Ich finde, wenn man Handwerker zu Hause hat, es ist immer strange, wenn Handwerker in deiner Wohnung sind und man ist auch da. Es ist immer so, hallo, beachte mich gar nicht, aber ich beachte dich, permanent, weil du bist sauteuer und ich weiß nicht, ob du es richtig machst. Und ich finde, Handwerker haben so ein krasses Ding und auch Handwerkerinnen so, haben so ein krasses Ding. Ich finde, sie sind so ein bisschen wie Mathelehrer, weil die immer denken, dass du verstehst, was die dir sagen. So, weißt du, was ich meine? Die kommen so zu dir und dann stehst du so im Bad und dann sagen die so, naja, also ich würde jetzt den Schlitzschraubendreher hier oben ansetzen, wo die Fräskante ist und wenn der Dübel dann hinten über die Rolle drüber klappt, dann haben wir auf jeden Fall den richtigen Abstand, oder? Und ich so, na. Ich denke, ich würde es genauso machen. Also die Stelle, wo ich sagen würde, ja. So, vor allem habe ich eine Option, als ob ich dann sagen würde, nee, ich setze die Fresskanne unten an. Und dann würde ich sagen, was? So, also ich verstehe so wenig von dem, was sie mir erzählen, dass ich Angst habe, dass ich irgendwann in diese Bude komme. Und dann frage ich so, warum haben wir Kopfsteinpflaster in der Küche? Habe ich irgendwas abgenickt? Irgendwie super weird. Sehr, sehr geil. So, komm an, wir machen weiter. Wir sind mit der Hälfte durch. War gut, oder? War fresh. Fresher, gute Comedy. Und? Gut? Sehr gut, okay, alles klar. Wenn so pubertäre Jugendliche applaudieren, dann war es wirklich gut. Weil normalerweise seid ihr auch so, nee, Mama, können wir gehen? Ich will eine Shisha. Und Kobo spielen, oder wie der Scheiß heißt. Hauptsache, ich darf morgen Abend raus. Okay, whatsoever, wir kommen zum nächsten Talent. Hier ist für euch Philipp Färber. Viel Spaß. Dankeschön. Ja, wie gesagt, mein Name ist Philipp Färber. Ich komme aus dem wunderschönen Eisental. Genau, das sagt schon einiges. Mein Wohnort ist genauso unbekannt wie ich als Comedian. Kurzer Disclaimer. Ich wurde vorhin darauf aufmerksam gemacht, dass mein Hosenstall offen ist. Es sieht nur so aus, der Laden ist dicht. Ich war dieses Jahr auf dem Konzert von Harry Styles. Yeah, damit kriege ich die Ladies immer. Ich war unter anderem da mit meiner Freundin und sie ist halt so der Überfan. Ja, da geht nichts drüber. Wenn es so Harry Styles Hooligans gäbe, wäre sie die Chefin der Truppe. Ja, so mit allem, was da so für Hooligans dazugehört. So Merch, Fangesang, Schlagring. Es war ein ganz besonderer Tag für uns beide, weil für mich war es ein besonderer Tag, weil ich sie an dem Tag fragen wollte, ob sie meine Frau werden möchte. Für sie war es ein besonderer Tag, weil sie endlich die Möglichkeit hatte, die Liebe ihres Lebens zu sehen. Wir standen da in dieser Arena und ich war halt ultra nervös. Und das Dumme ist, bei so einem Konzert ist halt auch extrem laut. Das heißt, ich musste meiner ruhigen, nervösen Stimme so ein bisschen Klang verleihen, ohne diese romantische Stimmung zu zerstören. Das heißt, ich habe sie angetippt vorsichtig. Ey! Ey, ich hab da mal eine Frage. Alle um uns rum schauen schon, Security schaut auch schon. Aber dann bin ich vorher auf die Bohnen gegangen, weil zur Security ziemlich hart zutritt. Hab sie gefragt, sie hat ja gesagt und wir sind jetzt verlobt. Ja. Und die Männer, die verlobt oder verheiratet sind, die werden es vielleicht kennen. Wenn man den Antrag gemacht hat, dann kriegt man auch immer von seinen Jungs so Feedback.
Ja, die haben da immer so Meinungen, wo dich eigentlich gar nicht interessiert. Das war auch bei mir so, weil zu mir sind sie dann, ist auch ein Freund gekommen, der da meinte, oh, hast dich in Ketten legen lassen und salutiert für einen gefallenen Kameraden und so ein Quatsch. Ich habe das aber dann mal so reflektiert und so mein Standing in unserer Beziehung das so betrachtet und bin halt zu dem Entschluss gekommen, dass sie das weitaus größere Opfer bringt. So rein intellektuell hat sie schon mehr auf dem Kasten. Beispielsweise, wenn sie das Wort Salmonellen hört, denkt sie an eine gefährliche Lebensmittelvergiftung. Wenn ich das Wort Salmonellen höre, denke ich an Dosenfisch und krieg Hunger. Ja, ich habe so in 20 Restaurants so Hausverbot, weil ich immer so bestelle. Ja, ey, sie sind doch bekannt für ihre Salmonellen. Das hätte ich doch gern. Ja, das Konzert war irgendwann vorbei, wir sind gegangen und sie war halt untröstlich darüber, dass sie halt mit mir heim musste und nicht mit Harry Styles. Und ihre Freundin, die auch dabei war, die wollten sie ja dann trösten und fanden zum Glück auch die richtigen Worte und meinten, hey, du hast doch auch einen tollen. Ja, als ob man so statt einer Pizza so einen Salat bestellt, dann hat man das so vor sich und denkt sich, ja, ist okay, aber so richtig geil halt auch nicht. Dann war es sauer. Weil, das kann ich auch verstehen, weil es ein bisschen unfair uns beide zu vergleichen, so Harry Styles und mich, weil der Typ sieht phänomenal gut aus. Die Woo-Girls, die werden es bestätigen. Es singt fantastisch, stinkreich und nett. Dann schaut man mich an. Ich bin nett. Ja, ich bin nur nett. Mir fehlt so 3/4 bis Harry Styles. Der Typ ist so nett, der hat mal ein Konzert unterbrochen, weil eine schwangere Frau auf Toilette musste. Das ist krass. Also 80.000 Leute warten, weil eine pissen musste. Ja, ich war bei meiner Verlobten im Auto, musste mega dringend auf Toilette und meinte halt, oh Schatz, bitte, können wir ganz kurz da vorne anhalten? Nee, können wir nicht. Ich hab's dir daheim gesagt, du wolltest nicht hören. Jetzt piss in die Flasche. Er ist schon Top-Typ. Top-Typ, dieser Harry Styles. Er ist schon so das Beste, was man so auf dem Markt kriegen kann. Wenn Harry Styles so das neueste iPhone ist, bin ich so ein Dosentelefon. Ja, bei mir baumelt da so eine Schnur zwischen den Beinen und er bumst dich drahtlos. Ja, er bringt dich mit seinen Blicken zum Kommen, ich zum Gehen. Ja. Genau, das Ding ist halt bei, wir sind dann, Verzeihung. Applaus. Ja, ist okay. Philipp, geile Sau. Genau, jetzt habe ich den Zettel bekommen, ja, bitte fertig werden. Aber das Ding ist halt bei so einer krassen Fanliebe, das hätte mir so als Jugendlicher extrem viel ausgemacht, weil ich halt nicht so selbstbewusst war und man muss ehrlich sagen, optisch auch nicht so viel zu bieten hatte. Ja, ich hatte Augenringe, Megapickel und dieser fresche Schnauze, der war auch noch nicht da. Es war eher so ein Pflaum. Ja, es sah so ein bisschen aus, wie wenn man so ein ungekühltes Marmeladenglas so nach einem halben Jahr wieder öffnet. Mit 14 Jahren hatte ich so viel Haare im Gesicht wie so ein Pissoir. Vielen Dank, Nightwatch, das war's von mir. Das war für euch Philipp Färber. Philipp, so, ich bin mal ganz gespannt, was jetzt passiert, weil die Künstlerinnen und Künstler, die Talents können immer so ein bisschen sagen, wie wir sie anmoderieren sollen, so Vorschläge und die nächste Künstlerin aus Köln hat quasi Zitate von Journalisten oder Journalistinnen eingereicht, die über sie geschrieben haben. Und eins dieser Zitate ist, eine Mutter verlässt kurz entschlossen den Saal, als Hannah Eschenhagen beginnt.
Du hast jetzt noch Zeit, den Saal zu verlassen, weil danach kommt, ich kann den Finger nicht genau auf das legen, was mich gestört hat. Ein literarischer Porno, grotesk. In seiner Direktheit erinnert der Auftritt an Lisa Eckert, in seiner sprachlichen Qualität dagegen ist er meilenweit entfernt. Oh mein Gott. Ich finde, als Frau musst du ganz schön Eier haben, um mit diesen Zitaten dich ankündigen zu lassen. Ich find's cool. Ich bin total gespannt, was jetzt passiert, wenn ich ehrlich sein soll. Ihr geht und an der Stelle wünsche ich euch viel Spaß mit Hanna Eschenhagen. Ja, hi. Ich bin gespannt darauf, wie viele Leute ich heute rausspiele. Und starte direkt mit einer Frage. Wie macht man das Teil hier fest? Herzlichen Dank. Ich wollte einfach so einen Lakaien bei meinem Auftritt haben. Das war tatsächlich aber noch nicht die Frage, die ich vorbereitet hatte. Ich habe eine Frage an euch. Wer hier hatte schon mal Geschlechtsverkehr? Gerne klatschen. Sehr gut, dann ist das Konzept euch ja nicht fremd. Weil genau darum geht es in meinem Buch. Das Buch heißt Genital Traffic, zu Deutsch Genitaltraffic. Und ich fange auch direkt an, weil hier die 5 Minuten, die wir haben, die sind echt nicht lang. An alle Männer vorm Livestream, die jetzt gerade zu ihrer Freundin sagen, doch, das ist lang. Nein, es ist erbärmlich. Und ich nehme euch mit zu einem Abenteuer von Paul und Nele, heißen die beiden in dem Buch. Viel Spaß. Schon als kleines Mädchen habe ich davon geträumt, einmal Schauspielerin zu werden. Wie Kate Winslet in Titanic, das wäre richtig toll. Ich glaube aber, dass die meisten Schauspieler schon früh an ihre Karriere starten. Mein Zug ist also nicht nur bereits abgefahren, sondern schon einige Stationen weiter. Auf dem Abstellgleis in Hamm vielleicht, dem wahrscheinlich beschissensten Bahnhof Deutschlands. An dem es immer 5 Grad kälter ist als im Rest der Bundesrepublik und jede einzelne Bahn verspätet einfährt. Auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, als Paul vorschlug, dass wir mein Rollenspiel ausprobieren könnten. Vor meinem inneren Auge sehe ich verschiedene Szenen klar vor mir. Ich als umsorgende, liebevolle Krankenschwester, er als leidender Patient. Ich als devote Sekretärin, er als Chef, der sich nimmt, was er will. Auch als Verbrecher fände ich Paul gut und ich wäre dann die sexy Polizistin, die ihm die Handschellen anlegt und sagt, hey, Sie böser Verbrecher, entweder Sie ficken mich jetzt hart und gut oder ich muss Sie ins Gefängnis werfen. Paul grätscht in mein Gedankenkino wie der laut rufende Eismann in die Filmvorschau im Cineplex-Kino. Und Nele Maus, ich hätte auch schon eine Wunschvorstellung, in welche Rollen wir schlüpfen. Du bist Naughty Nele und ich Power Pinch Paul. Hä, frage ich. Na, Wrestler eben, sagt Paul. Aha, sage ich und frage mich, wie lange er schon an seiner Fantasie und diesen Namen gefeilt hat. Paul geht hinüber in sein Büro und kommt mit einer Plastiktüte in der Hand zurück. Ich habe uns auch schon Kostüme besorgt, sagt Paul stolz. Jeder Karnevalist würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn er wüsste, dass ein Bikini und eine Badehose soeben den Titel Kostüm verliehen bekommen haben. Mein Bikini ist winzig, er besteht eigentlich nur aus einigen wenigen Schnüren und ist neonpink. Pauls Badehose lässt ebenfalls wenig Raum für Fantasie. Sie ist eng und strahlt in grellem Grün. Aber wie soll das funktionieren, frage ich. Wrestling hat doch nichts mit Sex zu tun. An dieser Stelle recherchiert sie jetzt gleich sehr viel. Ich habe aber nicht so viel Zeit, aber ihr könnt es euch denken, es ist zum Heulen witzig. Und jetzt mache ich weiter. Dankeschön.
Tatsächlich scheint es immer so zu sein, dass 3 Runden à 6 Minuten gekämpft werden und am Ende der Verlierer vom Gewinner nach dessen Belieben begattet wird. Mit den genauen Regeln setze ich mich nicht auseinander und merke mir lediglich einige Dinge. Zum Beispiel, dass sexuelle Attacken besonders zählen und ich beim Oralverkehr aufpassen muss, dass Paul mich nicht wehrlos macht, indem er mir mit seinem Penis die Luftzufuhr nimmt. Als ob ich nicht nach wie vor hervorragend atmen könnte, selbst wenn er mir seinen Hoden noch mit in den Mund hängt. An einer Stelle steht, dass Frauen sehr gut an der Vagina festgehalten werden können. Und ich finde, dass es klingt, als könnte man mich als Handpuppe benutzen, sobald man einen Finger in mich eingeführt hat. Wir haben beschlossen, den Kampf im Esszimmer stattfinden zu lassen. Deshalb rücken wir vor dem Anpfiff einige Möbel zur Seite und kleben zur Sicherheit die Kanten von unserem Esstisch ab. Auf den Boden legen wir ein großes Bettlaken, unsere Kampfarena. Ich ziehe mir das Pinke etwas über und gehe ins Bad, um mein Gesicht zu schminken. Als Vorlage habe ich mir Gene Simmons Maske von Kiss genommen. Aufstehen, hör mal. Die hatte schon immer etwas Gefährliches, finde ich. Recht zufrieden mit dem Resultat verlasse ich das Badezimmer und steuere die Kampfarena an. Paul steht schon bereit. Er tänzelt breitbeinig auf dem Bettlaken umher und verpasst der Luft leichte Boxhiebe. Er hat sich gelbe und rote Blitze auf die Wangen geschminkt, vom Kinn bis hinauf zur Stirn zieht sich eine Flamme. Sein dunkles Schamhaar ballt sich über der engen Speedo. Die linke Hälfte seines Hodens hängt aus der grellgrünen Badehose heraus. Willkommen zum Kampf, Nortinele, sagt Paul und boxt noch 3-mal in die Luft. Hey, sage ich und betrete das Bettlaken. Nele, spiel bitte richtig mit, sagt Paul mahnend. Sei gegrüßt, Powerpinch Paul, sage ich. Kämpfen und siegen ist mein Motto des Abends. Dass ich nicht lache, Nortinele, die wird heute noch hören und sehen vergehen. In 30 Sekunden geht es los. Bist du bereit, fragt Paul. Bereit geboren, erwidere ich. Die letzten 10 Sekunden zählen wir gemeinsam runter, dann gehen wir in geduckter Haltung aufeinander zu. Paul hat einen leichten Ständer, die Badehose steht ein Stück vom Bauch ab. Kurz rangeln wir ein bisschen und versuchen uns gegenseitig zu Boden zu drücken, als ich den hinteren Teil seiner Badehose zu greifen bekomme. Ich ziehe fest daran und verpasse ihm einen Ritzenputzer erster Güte. Paul schreit auf, was mich nur dazu motiviert, noch fester an der Badehose zu ziehen. Ich höre den Stoff leicht reißen, als ich ihn auf seine maximale Dehnbarkeit teste. Paul quietscht mittlerweile wie ein Meerschweinchen, auf das man versehentlich getreten ist. Er sinkt auf die Knie und schlägt blind um sich. Hör bitte auf, kreischt Paul. Das U zieht sich in die Länge, als ich sein Badehosenstring nochmals mit einem Ruck nach oben ziehe und ihn einen Tritt in den Bauch verpasse. Sonst was, pur Paulchen fauchig, lasse von der Badehose ab und setze mich auf seine Brust. Ich fasse hinter mich, um seine Eier in den Schraubgriff zu nehmen, greife in ein glitschiges Nass und rutsche ab. Paul ist scheinbar längst gekommen und hat es mir nicht gesagt. Ich habe den Kampf frühzeitig gewonnen. Scheiße, Mann, stöhnt Paul gequält, als er bemerkt, dass ich ihn bei seinem Fauxpas erwischt habe. Was für eine riesengroße Kacke. Also, Nortinele, wie willst du mich ficken? Gar nicht, sage ich, weil sein Outfit und seine Kampfleistung für mich ein absoluter Abturn waren. Ich will, dass du für den Rest des Abends deine Sperma-Badose auf dem Kopf trägst wie eine Idiotenmütze. Aber so gehen die Regeln nicht, sagt Paul. Mach's oder ich zieh nochmal, sage ich. Große Scheiße, sagt Paul und zieht sich die tropfende Hose über den Kopf. Wir schauen gemeinsam einen Film und essen, ganz sportlerlike, Reis mit Hühnchen. Später am Abend fängt Pauls Kopf mächtig an zu stinken. Ich schicke ihn ins Bad, damit er sich die Haare wäscht. Was für ein Tag, ich fühle mich gut als Nortinele. Das war's von mir, Dankeschön. Für euch, Hanna Eschenhagen. So, niemand hat den Raum verlassen, das ist neuer Rekord, Hanna, und deswegen machen wir direkt weiter mit dem nächsten Talent aus Köln. Hier ist für euch Vicky Kubica. Hallo zusammen, ich freue mich total hier zu sein. Mein Name ist Vicky Kubica, ich bin eine nicht-binäre Comedy-Person aus dem Raum Köln oder wie meine Mutter sagen würde... Kind.
Ja, ich habe mehrere Identitäten. Wie mein Nachname Kubica auch schon andeutet, habe ich tatsächlich polnische Wurzeln. Ich kann allerdings kein Polnisch sprechen, weil meine Mutter nicht wollte, dass ich einen Akzent habe, wenn ich aufwachse. Also hat sie mir nur Deutsch beigebracht, mit ihrem Akzent. Ich habe also mein Leben lang an der Kasse eine Titte zum Mitnehmen bestellt, ohne zu wissen, dass es Tüte heißt. Aber ich bin ganz stolz, ja, einen Satz haben mir meine Eltern tatsächlich beigebracht. Nie rozumie po polsku. Was so viel heißt wie, ich verstehe leider kein Polnisch. Aber ich verstehe so einige Dinge nicht im Leben, ne? Und ich bin jetzt gerade dabei, so mein ganzes letztes Jahr zu reflektieren. Und es war wirklich stressig. Mein Vater hatte einen Schlaganfall. Und keine Panik, es geht ihm schon wieder besser. Seine rechte Seite ist noch etwas gelähmt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich ihn im Krankenhaus besucht und habe ihn so von meinen Comedy-Auftritten erzählt. Ne? Und er findet das total toll und voll sweet und hat mich dann aber auch so gefragt, ob ich denn nicht Lust hätte, in einer Reha aufzutreten, wo auch die anderen Leute mit Schlaganfällen behandelt werden. Und dann war ich so, aber Papa, das kann ich nicht machen. Dann lacht ja nur die Hälfte. Seine linke Seite fand das sehr witzig. Danke. Ja, ich habe quasi auch zwei Hälften in mir, denn ich bin bisexuell. Das heißt, ich stehe sowohl auf Frauen als auch auf Männer. Oder ganz einfach erklärt, ich bin halb lesbisch und halb unbefriedigt. Frauen so, wuh! Männer so, wuh! Aber das Gute an Männern ist, ich weiß ganz genau, wann die mit mir flirten. Ne? So, ich lächle die an und die lächeln entweder zurück oder nicht. Ja, so ganz normale Reaktionen, ne? Aber Frauen sind anders konditioniert. Die lächeln immer zurück. Wie so Psychos. Und mein Kopf macht daraus, also stehen alle Frauen auf mich. Nice. Und eine Frau, die nicht will, dass alle anderen Frauen auf mich stehen, ist meine Mutter. Ja, ihr müsst wissen, mein Coming-out war nicht so leicht. Ne? Meine Mutter ist, wie gesagt, polnisch und streng katholisch erzogen. Mein Vater ist schlesisch und streng erzogen. Und wenn ich denen gesagt hätte, dass ich bisexuell bin, dann hätten die gedacht, dass das nur eine Phase ist. Ne? Und darauf hatte ich keinen Bock. Weil für mich als Millennial gibt es nur eine legitime Phase. Und das ist die Emo-Phase. Da hört man mit 13 My Immortal von Evanescence rauf und runter, glättet sich die Haare ins Gesicht, als ob man auf einem Auge blind ist und schreibt in seinen ICQ-Status, ich weine nicht, weil ich schwach bin, sondern weil ich zu lang stark sein musste. So, das ist eine Phase, ne? Und wir alle haben Phasen, wir alle durchleben sie. Aber so, ich kenne meine Eltern, ne? Die hätten das einfach nicht gecheckt. So, ich kenne meine Mutter. Die hätte mich wahrscheinlich bis zum heutigen Tage, noch kurz vorm Auftritt, hätte die mich angerufen und gefragt, aber Vicky, was wäre denn mit dem Matthäus? Der Sohn von Ulla, das ist doch ein guter Junge. Und was sie nicht gewusst hätte, ist, dass ich Matthäus letztens noch im goldenen Tanga auf dem CSD gesehen habe. Ich war also strategisch und habe ihr erzählt, dass ich lesbisch bin. Stellt weniger Fragen, ist wunderbar. Und am Anfang habe ich es ja schon angedeutet, ich bin nicht binär, ich identifiziere mich als nicht binär. Das heißt, ich ordne mich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zu. Ich will also Ryan Gosling sein und ihn gleichzeitig ficken. Und Toilettenbesuche sind jetzt auch ganz spannend geworden. Ne? Meine beste Freundin meinte jetzt so, ja, wie machst du das denn jetzt? Und ich so, ja, ganz einfach. Ich stehe zwischen gekennzeichneten Männer- und Frauentoiletten, gehe durch die Mitte und lande auf Gleis 9¾. Nee, eigentlich ist es schon cool. Mit meiner neuen Mittelscheitelfrisur benutze ich einfach beide. Und es findet auch schon Gleichberechtigung statt, ne? Also ich werde von beiden Gruppierungen gleich viel gehasst. Die Frauen sind sauer, dass ich nicht so lange in der Schlange anstehen muss und das Leid mit ihnen teile. Die Männer sind sauer, dass mir die Mittelscheitelfrisur so viel besser steht als ihnen. Ja, aber es ist 2023 und ich finde es krass, was es noch für Reaktionen aufs Queersein gibt, ne? Also letztens meinte ein Kollege im Backstage zu mir, ich bin der Grund, weshalb es in Deutschland einen Rechtsruck gibt. Und ich wusste gar nicht, dass ich so viel Macht habe. Ich bin der Grund, weshalb Nazis an die Macht kommen. Ich bin der feuchte Traum von Alice Weidel. Ich bin der Grund, weshalb dein Hund schwul ist. Ich bin der Grund, weshalb Manuel Neuer eine Regenbogenbinde trägt. Meine Verbindungen gehen bis in den DFB. Ich bin die Person, vor der Katar am meisten Angst hat. Ihr wisst, wie der Spruch geht, ne? Veni, vidi, vici. Ich kam, ich sah, ich wiki. Das war's von mir heute Abend.
Vielen Dank. Vielen Dank. Vicky Kubica. Vicky hat nicht diesen Sommer auch die Alice Weidel in so einem Interview gesagt, sie war irgendwie so, die queere Bewegung nervt sie so. Und da haben sie, ja, sie ist doch auch mit einer Frau zusammen, dann ist sie ja auch queer. Und dann hat sie irgendwie gesagt, nee, ich bin nur mit einer Frau verheiratet. Eine Frage. Bist du dumm? Okay, whatever. Verstehe ich nicht. Egal. Ich will es auch vielleicht nicht verstehen. Wir haben noch zwei Talents und die Energie ist noch da. Ihr seid auch noch da. Ich weiß, es ist spät. Ich weiß, habt ihr morgen Schule? Warum nicht? Elternsprechtag. Das hast du morgen Schule. Seid ihr brav in der Schule oder seid ihr so Verweiskinder? Wie heißt denn das, wenn man, heißt das Verweis? Bei uns hieß das früher Verweis. Wie heißt das, wenn man getadelt wird in der Schule? Schulverweis. Ich habe einmal einen Verweis bekommen. Hat jemand schon mal Schulverweise bekommen? Hat jemand gesammelt? In so einem Sammelheft? Ja, Digga, du warst ja in meiner Schule, deswegen weiß ich. Ich erinnere mich dran. Ich habe einmal einen Verweis bekommen, weil ich meiner Französischlehrerin einen Schneeball ins Gesicht geworfen habe. Und da war aus Versehen ein Stein drin. Und, und ich so, merde. Gut. C'est la vie. Okay, Simon, du gehst jetzt besser. So, wir kommen zum... Scheiße, und einmal habe ich einen bekommen, weil ich 100 Meter in die falsche Richtung gelaufen bin. So, egal, das war auch ein Versehen. Kommen wir zu dem nächsten Talent. Er kommt aus Frankfurt am Main. Hier ist für euch Reda. Viel Spaß. Ja, macht nochmal einen riesen Applaus für die Moderatoren, die uns so schön durch den Abend bringen. Ja, danke schön. Ich stelle mich erstmal kurz vor, ich bin der Reda, 29, Marokkaner aus Frankfurt. Also immer ehrlich, eine Sache, die man eigentlich für sich behält. Weil man hat nichts davon. Und habt ihr mal gehört, dass ein Vermieter gesagt hat, ah, sind Sie Marokkaner? Ja klar, die Wohnung können Sie haben. Und mein junger Cousin, den ähnlich sieht bei mir gerne Drogen im Treppenhaus. Läuft nicht. Das ist so eine Sache, die behalten wir für uns. Aber ich bin eigentlich heute hier, um euch ein bisschen von meiner Uni-Zeit zu erzählen. An der Stelle macht mal Applaus für euch selbst, dass ihr meinen BAföG finanziert habt. Dankeschön. Ich würde euch gerne was von meinem deutschen Freundeskreis erzählen, aber den gab es leider nicht. Die waren so schnell fertig. Aber ich würde euch gerne meinen Lieblingsdeutschen näher bringen, das war der Max. Das war so ein Kerl, der hat nicht so viel Spaß im Leben. Damit ihr ein besseres Bild von Max habt, kennt ihr so Leute, die einkaufen gehen beim Rewe und einen Fahrradhelm anlassen? Habt ihr ein Bild im Kopf ungefähr? So jemand war Max. Und er stand immer da mit Beinen angeankert vor der Uni. Oh, ich bin total glücklich. Sag, Max, was ist los? Du kennst mich gar nicht. Wo klemmt der Schuh? Oh, ich glaube, mein Werkstudentenvertrag wird verlängert. Ich glaube, ich kriege eine Festanstellung am Studium. Ich gucke ihn an und sage, Digga, mach schon mal locker, Freitagabend, du bist jung, komm mal mit auf eine Salsa-Party. Ich komme aus Frankfurt, ihr wisst alle, was Salsa-Party heißt. 80% Araber. Viel Bart, wenig Bachata. Er war so, nee, ich komme nicht mit, kein Bock. Und das absolute Gegenstück von Max war mein Lieblingsausländer, dessen Namen ich aber leider nicht nennen kann, weil ich habe ein bisschen Angst vor ihm. Aber wir hatten einen Spitznamen für ihn, wir haben ihn getauft ab dem dritten Semester. Wir haben ihn Miami Yassin genannt. Und Miami Yassin war so eine Art Ausländer, der sich anpasst, wenn er sich Deutschen nähert. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten für sowas. Er hatte die Idee, sich ab dem dritten Semester eine Laptoptasche zu kaufen. Er stand da mit seiner Laptoptasche in einer Hand, Kippe in der anderen Hand, an der Kippe gezogen. Der Prof hat uns auseinandergenommen dieses Semester, Bruder. Ich gucke ihn nur an, ich sage, Digga, du hast doch gar nicht gelernt. Weil so eine Lernphase mit den Jungs war sehr lustig. Da gab es aber mich, Miami Yassin und Jet Set Mehmet. Jet-Set-Moment war so ein Fall für sich, der hat sich auch verwandelt. Wenn er Alkohol getrunken hat, hat er sich in Kampfsport-Moment verwandelt. Dann wollte keiner mehr mit ihm zu tun haben. Wir waren ambitioniert, wir haben uns Räume gemietet in der Bücherei, Laptops alle auf dem Tisch, was brauchen Ausländer noch zum Lernen, ganz wichtig, Marlboro Big Pack. Red Bull die größte Dose, bis die Beine zappeln unterm Tisch. Und die Jungs waren leise, ich dachte, boah krass, die ziehen durch. Stehe ich also auf, laufe um den Tisch, guck auf den Laptop, die sind auf der Seite von Mercedes.de, und konfigurieren eine scheiß G-Klasse. Mit allen Extras. Boah, Bruder, 28 Zoll, Alcantara, dies.
Ich drehe mich so und sage, Mehmet, wir schreiben Statistik in der Woche. Was ist los mit dir? Er sagt nur einen Satz. Große Löwen haben immer große Träume gehabt, Bruder. Jetzt wird er abgebrochen. Der fährt mittlerweile Straßenbahn in Frankfurt. Und zu guter Letzt habe ich noch eine Anekdote für euch mitgebracht. Kennt ihr den Spruch, dass man sagt, alle Ausländer sind gleich? Schon mal gehört? Sagt einfach ja, Leute. Ich habe nicht so viel Zeit. Dankeschön. Ich habe während meiner Unizeit gedolmetscht für Arabisch und Französisch. Und wenn ich Arabisch gedolmetscht habe, bin ich meistens rein, Krankenschwester gesucht, mich vorgestellt. Ahlan wa sahlan. Ana ibn al-dolmetscher. Fino al-doktor, madame. El Doktor. Krankenschwester guckt mich an und sagt, was übersetzen Sie? Afrikanisch. Wenn das passiert, ist das ja Rassismus, weil Afrikanisch gibt's nicht. Hast du mehrere Möglichkeiten, auf sowas zu reagieren als Ausländer? Ich spinne das meistens weiter. Dreh mich also um zu Barbara, Mitte 40, mit so drei Oberlippen-Piercings. Sag, ah, Miss, I am the Dolmetscher of the language of Africa. Where is the doctor? Tell me now. Barbara guckt mich nur an und sagt, ja, ja, komm hier, verarsche kann ich mich selbst. Geh mal hoch hier in den zweiten Stock. Am nächsten Tag, gleiche Station, Französisch-Auftrag kommt rein. Was mache ich? Pass mich natürlich ein bisschen an. Ist ein bisschen seriös überkommen. Laptoptasche raus. Geh rein, stell mich vor. Bonjour, madame, je suis Monsieur Saladin, le dolmetscher de la langue française. Ben, je cherche le cardiologue. Il est là, madame? Où est-il? Könnt ihr euch vorstellen, wie Barbara reagiert hat, die mich einen Tag vorher weggeschickt hat. Französisch! Sie sprechen Französisch! Oh, das ist ja so eine tolle Sprache. Jetzt habe ich total einen roten Faden verloren. Können Sie mir nochmal sagen, wer Sie sind? Monsieur Saladin, le dolmetscher de la langue française. Der gleiche Marok, den du gestern weggeschickt hast, alle. Danke, Köln, das war's von mir. Das war für euch Reda! So, ihr Lieben, wir haben noch ein Talent, eine Künstlerin. Zum Schluss ganz kurz der Hinweis, wenn wir jetzt die letzte Künstlerin quasi hier abgefrühstückt haben, ihr seid ja hier die Comedy-Konsumenten, ich habe noch richtig Bock hier vorne, ne? Wie lange seid ihr normalerweise wach? Länger. Länger? Hol mal einen Red Bull auf meine Rechnung. Schlafen nie mehr. Hey, Mama, lass noch ein Skabo spielen. Heute Nacht um 3, los. Ich habe 4 Karten auf der Hand. So, wenn jetzt die letzte Künstlerin hier war, dann bekommt ihr alle Karten zum Abstimmen. Ich würde euch aber dann bitten, wir holen dann nochmal alle Talents auf die Bühne und erst dann bitte das Abstimmen beginnen, sodass ihr wirklich nochmal alle gesehen habt und alle nochmal eine faire Chance haben. Weil manchmal, wenn der erste ist jetzt schon eine Weile her und man erinnert sich nicht so genau, deswegen bitte erst abstimmen, wenn alle Talents gleich nochmal auf der Bühne waren und dann könnt ihr loslegen. 3 Stimmen habt ihr. Aber wir haben noch eine Künstlerin und jetzt brauchen wir nochmal eure Energie, eure Aufmerksamkeit. Come on, auch ihr zwei, mehr. So. Hier ist für euch aus Berlin, Anissa Lucy, viel Spaß. Okay. Hi, was geht ab, Köln? Sehr nice. Ja, ich komme auch aus dem Rheinland, aus Düsseldorf. Ja, und ich bin jetzt hier zum Familienbesuch und ich krieg jetzt immer die Frage gestellt, wann ich endlich heirate. Also seitdem ich 11 bin. Und für mich als Muslima gab es da 2 Möglichkeiten. Das eine ist, es gibt jetzt einen muslimischen Bachelor. Habt ihr davon gehört? Ja, die erste Staffel ist auch gefloppt. Da war irgendwie ab dem Viertelfinale ganz plötzlich Schluss. Der hat einfach alle 4 geheiratet. Und das andere ist, es gibt jetzt Muslim-Tinder. Das heißt Minder. Ja, gibt es natürlich auch für andere Religionen, ne? Zum Beispiel katholische Christen, das heißt Kinder. Am Anfang von Minder gibt es ein paar Fragen. Ich habe die besten mal rausgesucht. Da war eine ganz einfach. Welche Ehefrau willst du sein? Nummer 1, 2, 3 oder 4? Easy, habe ich 2 genommen. Das klang so nach Work-Life-Balance. 4-Tage-Woche so. Dann gab es noch eine Frage, die fand ich wiederum schwierig. Ja? Wie religiös bist du von 1 bis 5? Gab es wirklich in der App? Wie soll man sich da einordnen? Gut, 5 ist einfach, ne? Prophet Mohammed, aber was ist jetzt eine 1? Farid Bang vielleicht? Ja, ich hatte dann alles eingegeben. Die App hat mir angezeigt, ich kann endlich halal swipen. Und das Beste war, Boys aus meiner Umgebung ohne Vorhaut wollten mit mir chatten.
Ich hatte dann auch gleich ein Match, das war Mahmoud. Mahmoud war echt eine Maschine, Maschallah, sehr schöner Mann, ja. Naja, sein Zweitwohnsitz war McFit, sein Erstwohnsitz so mein Herz, wisst ihr? Ich fand Mahmoud echt perfekt. Ich habe dann aber runtergescrollt, habe gesehen, bei Beruf steht selbstständig. Ihr wisst, was es bei uns heißt. Mahmoud hat eine Shisha-Bar. Ist halt okay, aber mach nicht so auf teuer, Junge, weißt du? Ja, dann hatte ich noch ein Match, da kam es auch zu einem Date, das war Ali. Und der war Perser und Perser sind ja bekannt für ihre Dichtkunst, ne? Deswegen stand da, ich bin Perser, aber kein Perverser. Gibt's persische Männer hier? Ich nehme auch Perverse, also ja. Die sind nicht da, das ist gut, weil mir ist aufgefallen, Perser sind echt schön, aber die haben oft sehr kleine Hände. Ich habe Riesenhände. Ja, das heißt, als wir Händchen halten waren, hatte ich so einen Milcheinschuss. Der dachte sich irgendwie, er datet gerade Hagrid, das Harry Potter. Ja gut, ich war nicht rasiert an dem Tag. Ich habe mich auf jeden Fall sehr maskulin gefühlt bei dem Date. Ich habe dann auch bezahlt und ihn nach Hause gefahren. Dann hatte ich noch ein Match, das war Mahir. Der war noch nicht so lange in Deutschland. Deswegen auf Englisch, I love traveling. Mahir, wohin? Du hast einen afghanischen Pass. Kannst in drei Länder reisen. Davon haben zwei keinen Flughafen. Also. Ich habe dann runtergescrollt, das hatte sich echt gelohnt. Ja, da stand der Oberkörper frei so an sein Fahrzeug gelehnt. Ein Esel. Und ich habe das meiner besten Freundin gezeigt und die meinte, voll der Ehrenlose. Der ist doch voll arm und will nur deinen Pass haben. Der hat nicht mal Disney Plus, der hat Disney Minus. Da habe ich gesagt, ich achte nicht auf sowas, okay? Ich will den Esel. Ich hatte schon stabile Business-Idee, ja, Uber-Esel. Langsam als ein Taxi, aber schneller als die Rheinbahn. Und riecht auch nicht so nach Eselscheiße. Und dann hatte ich noch eine Voicemail bei Minda. Das war ungefähr so. Halli, hallo, hallöle, du wunderschöne Wüstenblume. Ich heiße Heike und das H steht für Herzenspressure. Heiko, bist du konvertiert? Nee, aber ich hab mir gedacht, ich jag mal außerhalb meines Territoriums. Heiko hat mich gefragt, wo ich herkomme. Ich habe ihm das erklärt und dann meinte er, dein Vater kommt aus Algerien, das trifft sich aber gut. Ich habe eine Putzfrau, die kommt aus Albanien. Ich habe dann die App gelöscht. Ich lasse mich wieder traditionell verkuppeln. Meine Familie sucht mir jetzt jemanden. Die swipen jetzt auf Minder für mich. Ich finde es ganz gut. Meine Brüder sind jetzt auch involviert. Die kriegen die ganzen Dickpics. Letztens hat mein Bruder mir auch ein Profil gezeigt. Der meinte, ey, der ist stabil gebaut, auch unten rum. Da habe ich gesagt, warte mal, ist das ein persischer Name? Fall nicht darauf rein, okay? Das sieht nur so groß aus in dieser kleinen Hand. Vielen Dank, ihr seid ein wunderbares Publikum. Das war für euch Anissa Lucy. Talentförder, wir haben alle 10 Talente durch, Leute. Guck mal. Schön. Wir holen die jetzt gleich, wie gesagt, unter tosendem Applaus nochmal nach oben und bitte erst dann voten, wenn alle hier oben stehen. Das wäre wirklich wichtig. Dann werden die Zettel eingesammelt. Einmal ganz kurz Aufmerksamkeit hier. Hallo. Entschuldigung. Werden die Zettel eingesammelt, dann machen wir eine kurze Pause, weil natürlich auch das Online-Voting jetzt losgeht. Wir müssen die Zettel auszählen, wir müssen gucken, wer es ins Finale schafft von den... Ach, komm! Mann! Ich war so im Flow. Nervig, ey. So, dann machen wir eine Viertelstunde Pause, müssen wir machen zum Auszählen und es wäre wirklich cool, wenn ihr dann alle zurückkommt, dass wir dann auch die weiterkommen, wirklich feiern können zusammen mit Applaus. So, für die ist das ein sehr wichtiger Abend, deswegen gleich bitte bei der Urteilsverkündung alle wieder da sein. Das wäre super cool. Und jetzt einmal richtig Gas geben für alle Talente, die heute Abend hier für euch performt haben.
Jules Giuliani, Rebecca Miro, Ali 106, Dennis H., Josefa Walter, Philipp Färber, Hanna Eschnagen, Vicky Kubica, Reda und Anissa, Lucif, nicht zu vergessen Ben Schafmeister, die alte Sidekick-Maus da drüben an der Gitarre. Das ist euer Applaus, das waren eure Talente heute Abend. Nightwish Talent Award 2023, guckt sie euch an. Vielen Dank für euren Auftritt und jetzt bitte für eure Talente voten. Wir sehen uns gleich zur Finalverkündung. Bis gleich. Danke, dass ihr da seid. Na, alles cool? Und die Kinder sind weg. Wo sind die? Draußen so ein schwarzer Van vorgefahren, einfach entführt. So. Wir haben, Leute, Künstlerinnen, die weiter sind. Und um das jetzt, Ben musste leider gehen. Weil Ben ist erfolgreich und busy und muss jetzt einfach auf eine andere Show. Es ist so. Es ist einfach so. Deswegen mache ich das jetzt hier alleine zu Ende. Wie sonst auch in meinem Leben als allein. Wisst ihr was? Fickt euch. Nein. Ich bin auch im Köln Comedy Festival. Ich spiele am 5. November mein Soloprogramm im Gloria. Und ich würde mich freuen, wenn jemand von euch kommt. Es gibt noch ein paar Karten, aber nicht mehr viele, weil ich bin auch berühmt. Und ansonsten würde ich sagen, wir holen jetzt mal unter tosendem Applaus nochmal die ganze Riege hier auf die Bühne. Kommt ihr einmal alle Talente nochmal hier zu mir bitte. Zack, zack, zack. Applaus, Applaus, Applaus. Zack, zack. Euer Applaus. Hier sind eure Contestants vom zweiten Halbfinale. Es geht um nichts weniger als um den Einzug ins Nightwish Talent Award Finale, das am Freitag stattfindet und vom großartigen Moderator mir durch den Arm geführt wird. Es wird krass. So. Inoffiziell gewonnen habe ich. Bevor ich verkünde, wer von euch weiterkommt, hatte ich erzählt, dass ich eine Wohnung gekauft habe? Das ist Südstadt, ja. Ey, so schön. So schön. Das Geile in der Südstadt ist, ja, es gibt Leute in der Südstadt, wenn die eine geraucht haben, dann werfen die ihre Zigarette danach in den Müll. Menschen. Und heute so passiert in der Südstadt, war eine weiße Taube. Voll edel. Nicht dieses räudige Pack mit ihren verstimmten Füßen. Hast du mal eine Zigarette? Da war eine weiße, die hätte auf eine Hochzeit weiterfliegen können, ein bisschen Geld verdienen oder so. So krass. Egal. Zurück zu mir. Guckst du nicht in meine Karten? Nein, nein, nein. Also das heißt nicht, weil der Ben nicht da ist, dass ich das nicht völlig unnötig in die Länge ziehe, alleine hier. Bachelorette 2022. Boah, wie schlimm auch immer diese Pause bei Germany's Next Topmodel und du denkst dir immer, jetzt sag's Heidi! Sag's jetzt! Ich weiß eh, wer es ist. Halleluja. Wie unangenehm. Vor allem für euch. Direkt im Finale des Nightwish Talent Award 2023. Ich habe es ein bisschen verschnellert, dass das schneller durch ist. Ein bisschen schneller den Einsatz gesagt. Ist einer von euch 10. Und es ist eine Person mit Puls. Direkt im Finale ist. Hä? Ich kann die Schrift nicht lesen. Ali 106 ist direkt ins Finale gesprungen. Wahnsinn! Flip aus! Ali!
Geil! Halli! Sehr gut! Ja, hallo, es reicht, wir wollen schnell durchkommen. Kurze Meditation. Boah, ich mache gerade so einen Achtsamkeitskurs, ne? Ich höre wirklich, wo man sowas auch aushalten muss. Deswegen ist es ganz gute Übung gerade. Und wir haben so einen Achtsamkeitstrainer und dann sagt er immer zu uns, wir sollen uns die Augen schließen, dann sollen wir halt uns beruhigen. Aber das geht nicht, weil der sieht aus wie Saruman. Der sieht aus wie ein böser Zauberer. Ich kann meine Augen nicht zumachen. Ich habe immer Angst, dass er mich verhext. Wirklich. Weil der so böse aussieht. Ich sitze immer da. Glaubt ihr kein Wort? Hex, Hex. Der oder die zweite Teilnehmerin an diesem Abend, die direkt ins zweite Halbfinale am 30.10.2023 stattgefunden in Köln. Postleitzahl 506. Was ist Postleitzahl von Zollstock? Sag sich so aggressiv und schnell, als ob wir das jetzt irgendwie... Ne, jetzt müssen wir mal Pause. Das war ein Affront. Hast du noch was vor? Was ist denn heute? Dienstag? Nee. Montag? Ja, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Das ist der Typ, dem ihr jetzt auch noch Applaus schenkt? Weißt du, wer nicht weiter ist? Du. Bist sowas von raus, ey. Ohne Scheiß. Ich blockiere dich direkt auf Facebook. Ich schwöre, du hast Facebook. Der zweite oder die zweite Finalist / Finalistin heute Abend an diesem Montag, der übrigens eine Vollmondnacht ist mit abnehmendem Mond, Schnauze, ist eine Person. Und zwar Anissa Lucif ist weiter! Im zweiten Halbfinale direkt ins Finale gesprungen für Freitag. Freuen wir uns für und mit Anissa Lucif. Sehr cool. Tja. Ha! Ist weiter! Dennis H! Wie schnell! Dennis H. hat's auch direkt ins Finale geschafft und damit habt ihr nicht gerechnet, dass ich so schnell mache. Ha! Haha! Okay! Das sind unsere drei Finalistinnen, die es direkt ins Finale geschafft haben. Aber es gibt ja noch die Möglichkeit, über das Wildcard-Voting im Internet ins Finale am Freitag zu kommen. Und drei weitere Personen, die ich in den nächsten 3 Stunden bekannt geben werde, haben sich auch fürs Qualifiziert, das am Freitag stattfinden wird, moderiert vom großartigen Simon Stäbler. Tja. Was ist dein Lieblingssong, in dem Hart vorkommt? Ja, also nicht Hart, sondern Hart. Ja, Hart. Alle warten. Ne?
Was? My Heart Will Go On? Ist nicht? Siehst du? Ist es das? Meins ist, glaube ich, das ist richtig peinlich, aber ich sag's trotzdem. Kennt ihr es, wenn euch eure Liederwahl manchmal peinlich ist? Ich höre nur peinliche Musik. Kennt ihr noch ATC? It Goes Around the World? La la la. Die hatten auch ein Lied, das hieß My Heart Beats like a drum, dum, dum, dum. Ne? Gut. Das fand ich immer gut. Im Wildcard Voting. Wildcard. Gina Wildcard. Im Wild. Jetzt kann ich es nicht mehr aussprechen. Im Wild. Ich kann das Wort Wild nicht richtig aussprechen. Im Wildcard Voting ist aber ein blödes Wort. Können wir es anders nennen? Im Wildcard Voting sind Vicky Kubica. Als erste Wildcard. Ist krass, wie viel Zeit ich spare dadurch, dass ich eure Namen so schnell ausspreche, ne? Das ist gerade so krass. Wir würden so lange hier sitzen sonst. So schnell bin ich im Namen aussprechen. Ich soll mal zu wetten, dass. Ich kann so schnell Namen aussprechen. Wie heißt du? Wie? Niklas? Niklas! Gar nicht gehört, es war nur gezischt. Deinen Namen kann man echt schnell aussprechen. Ebenfalls im Wildcard Voting ist Niklas. Und Reda! You made it! Im Wildcard Voting. Und wenn ihr jetzt gleich. You had one job. Und wenn ihr jetzt gleich irgendwie so sagt, so boah, der Simon hat das voll unnötig in die Länge gezogen und so. Ja. War halt so. Ich krieg's ja bezahlt. Aber ich möchte jetzt das. Also ich möchte auch die Verantwortung teilen. Und zwar mit Niklas. Und du kommst mal kurz zu mir, bitte. Niklas, komm mal bitte her. Und du, komm her. Du darfst jetzt den letzten Namen aussprechen. Und du darfst das in deinem Tempo machen. Das heißt, in deinem Tempo, ja? Und? Nicht spoilern. Du kannst mal. Niklas, okay. Trau dich. Okay. Du kannst das. Also. Das ist dein Moment. Applaus für Niklas! Es ist tatsächlich die Person, warum mein Kumpel, der schon weg ist, eigentlich hier war. Weil er diese Person um zwei Ecken kennt. Und diese Person hat heute wunderbar vorgelesen aus ihrem Buch, und zwar die wunderbare Hannah Eschenhagen. Applaus für Hannah Eschenhagen. Sie hat es damit auch in Wildcard-Voting gebracht. Applaus für Niklas und nochmal einen Riesenapplaus für alle, die heute hier aufgetreten sind. Das sind eure Talente. Wahnsinns Respekt, muss man sich erstmal trauen. Stand-up ist tough, deswegen das ist euer Applaus. Danke, dass ihr da wart, danke, dass ihr mit abgestimmt habt. Danke an das ganze Team, Kamerateam, an die Organisation. Danke an Ben, der schon weg ist. Und ja, wir sehen euch und ein paar im Finale im Wildcard Voting. Ansonsten guckt euch Comedy an. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da wart. Einmal Applaus und verbeugen. Und einmal verbeugen, alle zusammen. Vielen Dank. Kommt gut nach Hause, ihr süßen Mäuse. Und jetzt ab dafür. Das war es. Ja, der hat auch lange noch gedauert, der Bums.
Jetzt ist der unromantische Teil. Los. Raus. Raus hier. Tschüss. Ciao. Folgt mir bei Facebook. Tschüss.